Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich. Und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen DSA ohne DSA-Regeln, sondern mit Cinema-Regeln. Und ja, ihr seht mich nicht. Hallo? Ich hab mal hier so den Koala-Avatar mal reingemacht. Ich möchte euch nicht zumuten, meine OP-Wunden. Also ich, bei denen die es nicht wissen, ich bin operiert worden, leider. Deswegen ist auch beim letzten Mal ausgefallen. Meine OP-Wunde ist just wieder aufgebrochen und blutet vor sich hin. Und da ich euch nicht zumuten will, einen blutverschmierten Koala im Stream sehen zu müssen. Also ist alles okay, aber es blutet halt durch. Von daher, ja. Alles in Ordnung sonst. Kann auch Spiel leiten und den Stream hier machen, aber es sieht nicht schön aus. Will ich nicht zumuten. Ja, deswegen habe ich andere hübsche Menschen mitgebracht, die ihr dann sehen könnt. Nämlich zum Beispiel hier den Rintaro, der spielt Lumin Geldor von Trallo. Zwölfe zum Gruße. Blut im Gesicht? Nein, nicht im Gesicht, aber an mir dran so. Also, weiß nicht, Downer, ob du das irgendwie nachvollziehen kannst, aber wenn man irgendwie Blut an sich dran hat, dann, weiß ich nicht, fühlt man sich nicht so präsentabel. Das werden wir gleich noch sehen, ob unsere Charaktere sich noch präsentabel sehen. Ja. Mal gucken, wir sind ja kurz vor einem eventuellen Kampf. Wir sind nicht Vampire, um uns zu triggern. Mal gucken. Ja. Jemand, der bei Vampire übrigens gute Überleitung, Top-Überleitung, der bei Vampire auch mitgespielt hat, ist der Pölle. Der ist heute auch da und ist Aerithio Ludovico di Grangor. Blut für den Blutgott. Ja, auch so kann man es machen, genau.
Dann haben wir die Stadtpoetin dabei, die spielt Shayariel Eulenschwinge. Das ist wenigstens einfach auszusprechen. Hallo zusammen. Und last but not least heute der Slife als Snorri Ragnarsson. Das Wohl, ihr Landratten. Schöne Grüße an Eleanor in die Berge. Die schickt schöne Fotos, könnt ihr bei mir auf dem Discord sehen. Macht uns ganz neidisch. Und ist beim nächsten Mal hoffentlich wieder damit dabei. Genau. Blut ist immer doof. Balsam und Heilkunde Wunden kann Daune anbieten. Ja, mach mal, würfel mal. Und dann gucken wir mal, wie viele Punkte du überbehältst. Ich weiß jetzt auch nicht, was Daune von Talentwert in Heilkunde Wunden hat. Ja, aber mal gucken, wir sind immer noch ja hier in Aventurien unterwegs. Kann er mal eben einblenden. Hier oberhalb der Salamandersteine. Hier irgendwo, so in diesem Bereich. Und beim letzten Mal hatten wir damit geendet, dass wir die Baumdrachen aufgespürt hatten, die einem Travier-Geweihten sein Hab und Gut, nämlich sein Bier, geklaut haben. Das ist an sich ja schon ein Götterfrevel en masse. Und ihr hattet ihm angeboten, ihn dann, ihm zu helfen. Und er ist äußerst erpicht darauf, sein Bier wiederzubekommen und diese Baumdrachen zu bestrafen. Und Shayariel möchte aber viel lieber mit denen verhandeln. Aber die Baumdrachen lassen gar nicht so richtig gut mit sich reden. Die wollen nämlich Klunker und Blitzer und ganz viel Zeug dafür haben, dass sie das Bier rausrücken. Weil sie gehen davon aus, dass sie das rechtmäßig erworben haben. Hat das schließlich rumgelegen, ne? Ist da so schön unten auf der Straße herumgepleucht. Und die Szenerie ist quasi dieser Riesenbaum, auf dem das Nest oder der Hort der Baumdrachen sich befindet. Mehrere Baumdrachen über euch kreisend, einer im Nest sitzend, der mit euch kommuniziert hat. Und jetzt steht es gerade an, ihr hattet euch zurückgezogen, um nochmal zu beraten, wie man denn mit dieser Situation jetzt umgehen kann. Und während Snorri und Lumin eigentlich schon die Waffen gezückt hatten und die Baumdrachen einen Kopf kürzer machen wollen, angefeuert durch den Travier-Geweihten, der natürlich das Recht auf seiner Seite wähnt und die bösen ketzerischen Drachen bestrafen will, möchte Shayariel viel lieber, dass wir den Baumdrachen irgendwas anbieten. Vor allen Dingen, Glitzer und so ist ja jetzt auch wie bei Elfen da. Finde ich irgendwas Glitzerndes dabei, Riccio? Also erstmal kann der Travia-Geweihte froh sein, dass ich letztes Mal nicht dabei war. Ich hätte ihm sowas voll eine gewatscht. Brutalität hier in der Travia-Kirche. Ich glaube, es hackt. Dass unsere beiden Muskelpakete natürlich wieder nichts anderes vorhaben, als einen erneuten Privatkrieg hier in den Salamandersteinen anzuzetteln. Das wundert mich gar nicht. Ich bin kein Kriegsveteran, ja. Also von daher, ich bin nur offen für Vorschläge. Ist so klar. Und trotzdem folgt er eine Spur von Blut. Bisschen Schwund ist immer. Mordend und metzelnd durch die Salamandersteine, mein Freund. Nur ein bisschen mordend und nur ein bisschen metzelnd. Naja, also ich bin ganz auf Shayariels Seite. Verhandeln im Optimalfall, ein bisschen tricksen. Ja, wobei das Tricksen wäre, glaube ich, keine schlechte Idee, denn sie wollten irgendwie Äxte und Dolche und ziemlich viel Geld von uns haben. Und da bin ich jetzt ein bisschen mit meinem Elfisch am Ende. Was wir da machen können, weil wir können schlecht unsere Äxte geben und unsere Dolche. Dreistigkeit! Eine Dreistigkeit, dass sie auch noch unsere Waffen haben wollen und unser Geld. Wir haben uns ja jetzt schon beklaut. Werter Bruder, habt ihr irgendetwas Konstruktives beizutragen oder wollt ihr einfach nur schimpfen? Ich bin sauer. Ich habe euch das nicht gefragt. Also zu keiner meiner Fragen passt diese Antwort. Tut mir leid. Wollt ihr mir vielleicht einmal irgendwas konstruktiv... Also wollt ihr konstruktiv hier jetzt an der Problemlösung teilhaben oder... Die einfachste Problemlösung ist die Axt in den Kopf des Drachen. Viel Spaß.
Ihr steht noch hier. Na, ich ja nicht. Ach so. Hier die Starken da. Ich glaube nicht. Aber seid ihr nicht deswegen mitgekommen? Ich glaube, wir sind mitgekommen, um das Problem zu lösen, oder? Ist mir egal, wie ihr das Problem löst. Hauptsache, ich krieg mein Bier wieder. Ah, dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Also ist es euch schon egal. Das ist ja schon mal gut. Damit sind wir schon mal von unbedingt jetzt im Kopf einen Schritt nach vorne gekommen. Das ist die einfachste Lösung, habe ich nur gesagt. Ja, sehr einfach, sich einfach mit Drachen anzulegen. Ne? Super einfach. Dann geht einer von uns drauf. Bestimmt die einfachste Lösung. Ich freue mich sehr. Nein, ihr seid doch austrainierte Recken. Und Reckinnen. Und deswegen ist es besser, wenn wir einfach die Fauna der Salamandersteine dezimieren, ja? Naja, wenn sie so frevlerisch hier Leute beklauen. Ich möchte euch noch einmal kurz darauf aufmerksam machen, dass Diebstähle kein Götterfrevel sind. Jawohl, sind sie wohl. Ja, genau, spricht der Traviergeweihte zum Fexgeweihten. Ja. Ich glaube, es ist auch in eurer Kirche nicht unbedingt einen hilflosen und wehrlosen anderen Geweihten zu bestehlen. Also so, wie ihr den Kopf dieser Drachen fordert, seid ihr alles andere als hilflos gerade. Konnte mich nicht wehren, als sie angegriffen haben. Habt ihr Verletzungen davon getragen? Ja, hier, diese Verbrennung. Ich guck mir die mal an. Er hat halt so ein angesenktes Obergewand und leichte Verbrennung auf dem Arm. Ja. Das würde dann auch die Frage erklären, ob sie Feuer speien können. Womit sich wiederum die Frage geklärt hätte, dass einfach angreifen definitiv nicht die leichtere Lösung wäre. Ihr habt doch ein Schild. Der da hat ein Schild. Einen. Der auch, glaube ich. Zwei. Ja, reicht doch. Und mich beschützt mein Glaube, richtig? Könnt ihr hinter einen Baum in Deckung gehen? So wie ich. Also, ihr nehmt den Baum, ich nehme den Baum. Ach so, also die Geweihten schicken die Prügeltypen nach vorne und warten einfach, wer am Ende noch steht, ja? Ja, sollen wir jetzt die Geweihten vorschicken? Mein Werter, in welcher Welt lebt ihr denn? Konflikte auch noch, die von denen ausgefochten werden, die nicht für Konflikte vorgesehen sind? Werter Bruder im Glauben. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist, aber bei uns trägt man seine Konflikte selbst aus und wenn man seine Konflikte nicht selbst austragen kann, dann schreit man nicht laut nach Konflikten. Wo kommt ihr denn her? Und wenn ich schon meine Konflikte abgebe und sie nicht mehr selber löse, dann passe ich mich gefälligst den Konfliktlösungsvorschlägen denen an, die ich dafür bezahle, gebeten habe, wie auch immer. Wenn ihr etwas abgebt, gehen wir doch davon aus, dass ihr das an Profis abgebt, oder? Die beiden sehen mir schon ziemlich profimäßig aus. So, die beiden sehen profimäßig aus. Wir beide haben das dazugehörige Hirn. Lasst uns das mal erledigen, ja? Bitte. Und in der Zwischenzeit, haltet euch bitte bedeckt. Ihr helft uns nicht. Wenn die Baumdrachen nämlich spitz kriegen, dass ihr deren Köpfe wollt, dann ist Verhandeln gar keine Option mehr und da habe ich einfach keine Lust drauf. Ich bin gespannt, wie ihr das Bier wieder erlegt. Ich auch, aber ich möchte uns zumindest die Verhandlungsoptionen offen halten und wenn ihr hier die ganze Zeit rumkrakeelt, dann geht das schief. Verschränkt die Arme, zieht so die Unterlippe nach oben. Ich habe eine Idee. Beschäftigt euch doch in der Zwischenzeit damit, um den Segen bei der Frau Travia für unser Vorhaben zu bitten. Na gut. Ich meine, das ist was Travia-Gefälliges, was wir hier tun. Warum sollte die Dame uns denn ihren Segen versagen? Na eben. Wunderbar. Bier wieder beschaffen und die Diebe bestrafen ist. Also ich weiß nicht, als ich das letzte Mal im Travia-Tempel war, habe ich da nichts von Strafen oder so. Also da war es eher mit Gastfreundschaft und Freundlichkeit. Sicher, gastfreundlich, aber wenn man dann beklaut wird, ist die Gastfreundschaft aber irgendwann auch mal aufgebraucht.
Vor allen Dingen, wenn man mit einem mit Feuer bespuckt wird. Ja. Bevor ich mich den Drachen anschließe, möchte ich euch bitten, euch ins Gebet zu begeben. Hm. Er trottet ein bisschen von, nach abseits und murmelt etwas in seinen spärlichen Bart. Der Herr mag eine Schau, kann das sein? Möglich. Aber gut, dass wir die ganze Zeit darüber nachgedacht haben, ob das, ob diese Drachen jetzt Feuer oder Gift spucken. Und sagt uns nicht, dass er einfach mit Feuer bespuckt wurde. Ja. Gut, wir haben auch nicht gefragt. Also, ja. Naja, aber wir haben uns lautstark viele Gedanken darüber gemacht. Hm. Ah ja. Ich würde mal behaupten, dass wir gerade die Besonnenen in diesem Konflikt sind. Vielleicht sollten wir auch diese Besonnenheit nutzen, um diesen Konflikt anzugehen. Vorschläge? Gerne. Das werde ich mir in alten Runen irgendwo einmeißeln. Möchtest du vielleicht... Was gesagt hast, Aricio, dass du mich besonnen genannt hast. Also wir hatten ja schon angefangen, mit denen zu verhandeln. Vielleicht magst du mal mit denen reden, weil ich weiß langsam nicht mehr weiter. Ich kann ja übersetzen. Also, ja, wenn es hart auf hart kommt, also ich kann auch mit denen reden. Dann? Das müsste hinhauen. Ich lehne mich so zu Snorri rüber. Sind wir die Einzigen, die nicht mit Tieren reden können? Ich dachte bisher, dass wir normal sind. Ja. Drachen sind keine Tiere. Ich würde behaupten, dass die Mehrheit der Drachen deutlich klüger ist als wir alle zusammen. Hm. Ich habe schon viel in meinem Leben gesehen, aber Drachen gehören noch nicht dazu. Naja, ich habe auch noch keine gesehen. Aber du erinnerst dich, dass ich so eine Angewohnheit habe, die nennt sich Lesen. Ja, es gibt Leute, die machen sowas. Hilft manchmal. Also besonders dumm scheinen sie nicht zu sein. Sie können jedenfalls ganz gut verhandeln. Die Frage ist bloß, genau, ich bin dann am Ende. Ich weiß nicht mehr weiter. Das wird schwierig. Würdet ihr mir ein paar Minuten alleine geben? Ich glaube, ich muss mich ein bisschen vorbereiten, wenn ich jetzt verhandeln soll. Bitte? Wenn es hilft, dann... Ich sag mal den Drachen in der Zwischenzeit Bescheid, dass wir nochmal nachdenken müssen, was wir ihnen jetzt geben. Shayari, nur zu Informationszweck, hast du bereits die Drohung der Herrschaften um uns herum weitergegeben? Welche? Nee. Also wissen Sie, dass der Travia-Geweihte gerne am liebsten diese ganze Bagage tot sehen würde? Na, ich glaube, das ist Ihnen klar, aber so direkt weitergegeben habe ich es nicht. Alles klar. Danke. Wenn Sie ein bisschen Menschenkenntnis haben, dann werden Sie das schon festgestellt haben. Ich glaube, Sie haben das erahnt, aber ich glaube, Sie wissen, dass Sie in der Übermacht sind und finden das eher ein bisschen lächerlich. Ist es das nicht auch irgendwo? Na gut, Aricio, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wir ziehen uns ein wenig von diesem Baum, denke ich mal, zurück. Ja, wir gehen mal ein bisschen auf Abstand zu den Drachen und genau, ich sage Ihnen halt, dass wir uns nochmal beraten, wie wir das mit unseren Geschenken am besten machen. Jo, bis gleich. Bis gleich. Ja, ich separiere mich ein kleines bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich würde hier im Prinzip auch nicht groß weiterkommen. Und würde mich ins Zwiegespräch begeben, also ich hoffe, dass es ein Zwiegespräch wird, mit meinem Gott und seinen Heiligen, und würde um Unterstützung bitten und um die richtige Idee, um diesen Konflikt gewaltfrei zu lösen, weil ich befürchte, dass dieser Konflikt so eskaliert wie der letzte. Und ich möchte einfach keine Toten, weder auf drachischer noch auf menschlicher, elfischer Seite. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich das eigentlich gar nicht so schlimm finde, dass die Drachen den Travia-Geweihten da jetzt um sein Bier erleichtert haben, weil erstens ist es nur Bier und zweitens, ja mei, dann haben sie es halt. Ja. Ich befürchte aber, dass das zu Gewalt ausartet.
Ach, Listiger, ey. Ich habe noch nie mit Drachen verhandelt. Die sind bestimmt dickköpfig. Ich brauche echt Unterstützung. Dein Geist öffnet sich ein bisschen für die kamale Sphäre. Nimmst ein bisschen deiner hier von den Göttern gesandten Kraft zusammen, um einen Kontakt herzustellen und um Hilfe zu erbitten. Und das Merkwürdige in dieser Situation ist, dass du das Sammeln, und das kriegst du ohne Probleme hin, das hast du tausende Male schon gemacht oder hunderte Male. Und das Senden auch, aber irgendwie merkst du schon bei dem Versenden dieser Energie oder bei dem Herstellen der Verbindung, dass irgendetwas anders ist, als du das gewohnt bist. Du kannst die Verbindung herstellen, aber es ist so, als würdest du über eine Hürde springen müssen dafür, wo du sonst einfach nur einen geraden Weg laufen musst. Und du kannst dir gerade nicht wirklich erklären, warum. Und alles, was du zurückbekommst als Antwort, ist dein Vertrauen, deine Instinkte. Und sieh dich genau um. Ist aber schon eine sehr fexische Antwort. Damit kann ich gut umgehen. Sieh dich genau um ist ein ziemlich guter Tipp. Doch, das stärkt. Alles klar. Okay, also. Es kommt allerdings auch diese Antwort nicht klar und deutlich, sondern wie durch einen, ja, wie so durch einen Trichter gesprochen zurück. Als würde, oder wie, als wenn du deinen Kopf unter Wasser halten würdest und jemand irgendwie spricht von außen zu dir. Das bist du auch nicht gewohnt. Normalerweise ist das ein Flüstern oder ein Gefühl oder eine Art Eingebung oder eine Vision. Diesmal ist es eine Stimme, die wie durch einen Widerstand zu dir spricht. Elfenlande, ne? Vielleicht hängt da. Ich muss mal mit Shayara darüber reden. Egal, das ist jetzt gerade nicht Thema. Das schiebe ich zur Seite. Wichtig ist, dass ich einen Tipp gekriegt habe und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ich wink mal die anderen her. So, Leute, 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 kommt her, kommt her, kommt her. Nee, du nicht, Travia, geh weiter. Wir kommen. Ja. Okay. Gegen der Travia ist mit euch. Wichtig, herzlichen Dank. Okay. Wir probieren es. Und was probieren wir? Verhandeln. Ihr kommt mit. Bist du sicher? Wollen wir uns nicht irgendwie, weiß nicht, aber wir können doch einfach gehen. Das ist auch doof, ne? Also ich hatte ihm schon mein Wort gegeben, dass wir ihm helfen. Das würde ich ungern brechen. Oh. Ich finde den ja immer noch ein bisschen komisch, aber gut, dann wenn ihr meint, dass man dem trauen kann. Ja, er ist ein Geweihter. Wem bin ich so einem? Ja. Und die Herren Travia. Schon. Also. Für gewöhnlich nicht so blutrünstig. Das stimmt. Das stimmt. Also ich meine, letztendlich wollen sie ja nicht das Bier sind. Sie wollen ja nur die Fässer von dem Bier haben, weil da dieses Glitzerzeug drauf ist. Wenn ja, wir sie das wollen die Metallriemen halt, ne? Wenn wir das Bier irgendwie umfüllen könnten oder so, wäre das ja auch schon mal was. Ich glaube, ihr habt nicht genug Kapazitäten, um das irgendwo hin umzufüllen. Also, vielleicht könnt ihr was schaffen. Das also ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich würde meinen Magen anbieten. Ich glaube, das gefällt dem Travia-Gewalt nicht so, wenn wir das Bier einfach für ihn wegtrinken. Das wäre aber Travia-gefälliger, als gegen Drachen zu kämpfen. Naja,
Bier in rauen Mengen zu konsumieren, ist vielleicht dann doch eher nochmal Rajas Metier. Wenn ihr mir helfen würdet, dann wäre es schon wieder ein gastliches Getränk. Schade, dass wir nicht solche Elfen dabei haben, die diese Dinge erschaffen können. Ich kann das nicht. Meine Zauber reichen nicht aus, um irgendwelche Gefäße herzustellen. Elfen zaubern Gefäße her? Nicht zaubern, kreieren. Also mit Hilfe von Magie schaffen aus Holz. Wie zum Beispiel dieses Gefährt, was wir gesehen haben. Nein, schon magischer. Wie dieses Gefährt, was wir gesehen haben von der einen Elfe. Bormann nennt man diese Elfen. Ja. Also wenn es darum geht, aus einem Baumstumpf ein großes Gefäß zu schnitzen, dazu bin ich wohl in der Lage. Das kriege ich hin. Dauert ein bisschen. Drachen darauf einlassen würden, dass wir einfach nur das Bier irgendwohin umfüllen und sie den Rest behalten. Naja, es muss ja auch ein transportables Gefäß sein, Snorri. Und da wären wir dann schnell wieder bei Fässern und dafür brauchen wir wieder Metall und dann kriegen wir wieder Ärger mit den Drachen. Oh. Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ich irre, also ich weiß den Versuch zu schätzen. Danke. Ich glaube, es führt kaum was dran vorbei. Ja, lass uns mal gehen. Okay, dann. Aber was, also etwas unkonventionell gedacht, aber was ist denn, wenn wir quasi die Zeltplane nehmen als Behältnis? Für Bier. Temporär, bis wir weiter von den Wachen weg sind, um ein neues Fass zu bauen oder irgendeine andere Lösung zu finden? Ich weiß es nicht. Sie sollte auf jeden Fall wasserfest sein. Naja, regenfest, ne? Hier ist doch auch nass. Also ob es jetzt durchgehend bleibt und nicht irgendwann durchsuppt, das kann ich natürlich nicht garantieren, aber... Und ob das Bier danach noch genießbar ist. Wir probieren einfach regelmäßig. Ein mittelalterlich imprägniertes Zelt ist, glaube ich... Nicht sonderlich. Unsere Magier können auch nichts erschaffen, glaube ich, oder? Können die das? Können sie Bierfässer zaubern oder so riesige Seifenblasen, die Flüssigkeiten hält? Seifenblasen? Also Gebilde aus Wasser, die so wie eine Schutzmembran das Bier umgeben. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Was ist eine Membran? Ich mag, wie du denkst, Shayare. Ich mag, wie du denkst. Musst du dir sie selbst fragen. Bierbehältnisse sind wunderschön bei Elfen, offensichtlich. Wir sind alle aus Meerschaum, sagt eine Legende. Nicht die der Elfen, aber vielleicht sind Menschen aus Meerschaum. Ich kann gerade nicht folgen. Gut. Wir sind nicht aus Schaum. Können wir uns bitte ein bisschen, also zumindest ein bisschen auf die Aufgabe konzentrieren jetzt? Okay, also wir gehen jetzt irgendwie zu den Drachen und du hast ja einen Plan. Nee, ich habe keinen Plan, ich habe nur Motivation. Das ist gut. Ah ja, sagen wir es mal so, die Klinge ziehen können wir immer noch. Ja, aber der Travegeweihte hatte doch einen ganzen Karren voll mit, oder? Hatte vielleicht noch irgendwas, was uns dabei helfen könnte? Dabei vielleicht mehrere Becher oder so? Magst du ihn? Im Zweifel drehe ich mich um, ja, wenn mir keiner von meinen Leuten irgendwie also nicht schon mal reingeguckt hat. Weiß ich nicht, du bist Hexgeweihter, kann ja sein, dass du den Karren schon mal reingeguckt hast. Ja. Dann würde ich, mich zu unserem Keiner hat in den Karren reingeguckt. Weltmar! Bruder Weltmar, kurze Frage. Was habt ihr alles auf eurem Karren? Ich hatte Bier. Und? Nichts und. Bier. Ach, nur das Bierfass da drauf? Ja, und meine Reisesachen. Okay, irgendwas dabei, was uns helfen könnte, Flüssigkeit zu transportieren? Bierfässer. Ihr habt mehr als ein Bierfass dabei. Ja, zwei. Wir haben die Drachen geklaut.
Beide Fässer haben die Drachen geklaut. Ja. Ja. Haben wir vielleicht eine Möglichkeit, ich meine, diese Stahlriemen, die halten das Holz von den Fässern ja nur fest. Mhm. Kann man vielleicht dasselbe mit Lederbändern realisieren? Guter Mann. Ich wag, wie ihr denkt, aber seid ihr hier schon, also ihr seid doch aus dem Norden durch den Wald gelaufen. Wie ist denn der Untergrund hier beschaffen? Waldig. Hügelig, waldig, uneben. Was meint ihr wohl, wie lange so ein Fass auf dem Rücken eines Karrens hält, wenn er über eine nicht ebene Straße fährt, sondern über einen hügeligen Felsweg? Habe ich selten ausprobiert. Ungefähr gar nicht. Also, man kommt vielleicht ein paar hunderte Meter weit. Ihr meint, das Lederband hält nicht genug. Oder rutscht weg. Gar nicht für die lange Reise, die es noch ist. Muss dann auch mindestens anderthalb, zwei Tage fahren. Okay. Aber irgendwas anderes auf dem Karren, was uns da helfen könnte, hättet ihr auch nicht. Nein. Wer kommt denn auf die Idee, dass ich beklaut werde? Wer beklaut einen Travia-Geweihten? Jetzt mal ganz ehrlich, ihr fahrt mit einem Karren durch die Wildnis. Da sind Fässer drauf. Also, ist euch noch nie aufgefallen, dass man im Wald vielleicht Räubern begegnen könnte? Hier nicht. Hier sind die Elfen. Und die nehmen klauen kein Bier. Okay, ja, Punkt. Bruder, hast du noch irgendwas, was glitzert? Den Tempel sollt? Zum Beispiel. Jetzt wollt ihr den Drachen auch noch das Geld der Travia-Kirche geben? Willst du dein Bier wieder haben? Snorri, nicht konstruktiv. Okay. Okay. Ich würde gern meinen Besitz behalten. Ich gehe sichtlich irritiert etwas weiter nach hinten. Dann ist guter Rat teuer. Ich habe keine Idee. Naja, ich schau mal. Lasst uns mal mit den Drachen verhandeln. Wenn wir keine Idee haben, vielleicht ergibt sich ja was. Also wir könnten maximal noch den Baum fällen, aber dann kommt es ja wieder auf dasselbe raus. Wir wissen ja gar nicht, ob sie Jungtiere oben im Nest haben. Lasst uns bitte verhandeln. Okay. Viel Erfolg. Mhm. Danke. Ja, dann gehe ich jetzt mal zu den Drachen. Dann gehst du wieder rüber zu dem Baum. Ich habe immer die ganze Zeit so eine Münze zwischen meinen Händen, zwischen meinen Fingern. Ich guck mal, dass ich in der Nähe von Alricio bleibe, dass ich im Zweifel eingreifen kann, falls irgendwas passieren sollte. Ich werde nicht meine Armbrust gezogen haben und gezielen oder sonst irgendwas. Ich werde einfach nur in der Nähe stehen, um schnell bei ihm zu sein. Ich stehe auch in der Nähe. Und habe auch die Fangnetze irgendwo noch griffbereit. Das klingt gut. Ich habe eine Wurfaxt in der Hand zumindest. Oder die Hand so an der Wurfaxt. Über der kleinen Lichtung, wo der Baum steht, kreist immer noch einer der Drachen und der andere guckt oben mit seinem langen Hals aus dem Hort heraus und macht so ein schnatterndes Geräusch, als du die Münze so nach oben hältst und so zwischen den Fingern. Ja, ich bitte zuallererst nochmal meinen Herrn Fex darum, die Drachen verstehen zu können. Ich spreche ja nicht von Natur aus drachisch. Mhm. Und würde dann... Wieder dasselbe Problem, was du eben schon hattest, als du die Zwiesprache halten wolltest. Wieder hast du das Gefühl, dass irgendwas versucht, diesen Versuch mit deiner göttlichen Ebene zu kommunizieren, etwas zu bekommen, was zu erlangen durch deine karmale Kraft irgendwie ableiten möchte oder aufhalten möchte, blockieren möchte. Irgendwas stimmt da nicht, aber du drückst es quasi durch. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würdest du so eine große Menge so Zähflüssigkeit oder so durch so ein ganz dünnes Loch pressen wollen. Aber es gelingt dir. Immerhin.
Und dann erhebe ich die Stimme. Liebe Grüße, werte Drachen. Grüße zurück. Mensch. Ihr habt mit meiner Elfenfreundin schon gesprochen und ziemlich freche Preise für euer Bier aufgerufen. Wieso freche Preise? Das ist ganz schön hoch für so Bier. Ja, ihr wollt doch das Bier. Wir haben das Bier. Ja. Und euch ist das so Konzept schön. Eines Kaufes bekannt? Nein. Was ist das? Das Gefühl habe ich ja. Ihr kennt Tauschen? Ihr kennt Nehmen. Nehmen. Tauschen ist euch noch nie in den Sinn gekommen. Was ist das? Tauschen ist, wenn ihr etwas habt, was wir wollen, und wir etwas haben, was ihr wollt, und dann geben wir das, was wir haben, euch, und ihr gebt das, was ihr habt. Ja, das hatten wir doch vorgeschlagen. Das ist korrekt. Genau darauf wollte ich abzielen. Ich wollte euch aber auch darüber informieren, dass ein Tausch äquivalent sein sollte. Äqui was? Richtig, äquivalent. Das heißt zur Zufriedenheit aller. Ja. Wisst ihr, ihr kennt das hier im Wald mit dem Fressen und dem Gefressen werden, oder? Wir werden nicht gefressen. Ja, ihr werdet nicht gefressen. Das liegt daran, dass die Elfen euch in Ruhe lassen, richtig? Elfen sind nett. Ja, und das liegt auch daran, dass zum Beispiel so die Menschen, die hier mal ab und zu durchkommen, dass die euch auch in Ruhe lassen, richtig? Ja. So. Die bringen aber immer das Glitzerkram mit. Ja, das ist richtig. Aber jetzt stellt euch mal bitte vor, diese Menschen haben irgendwann den Kaffee sowas von auf, ja? Dass die. Ja, denen reicht das einfach. Dass die immer wieder kommen, und zwar mit mehreren, nur weil sie die Sachen zurückhaben wollen. Und die wissen ganz genau, wo ihr wohnt. Bringen die dann Glitzerkram mit? Nein, die bringen dann Zeug mit, um euch zu erstechen. Aber das glitzert auch. Und zwar jede Menge. Bitte? Aber das glitzert auch. Das ist richtig, aber da habt ihr nichts mehr von, wenn ihr tot seid. Mhm. Also genau das passiert gerade. Ich möchte das gerne verhindern. Ich möchte nicht, dass euer Gelege Schaden nimmt. Ihr meint, Menschen können uns schaden? Ja, so groß seid ihr jetzt auch wieder nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Drachenjägern gehört habt, die erledigen Kaiserdrachen. Was ist ein Jäger? Wisst ihr, was ein Kaiserdrache ist? Was ist ein Kaiser? Ein Kaiserdrache. Groß, rot, kann ziemlich heftig zaubern. Okay, ihr seid wirklich die Hinterwäldler, richtig? Das klingt wie mein Vater. Ja. Aber der war grün und nicht rot. Scheint ein kluger Drache gewesen zu sein, wenn er das gleiche sagt wie ich. Ja. Während ich ihn da so ein bisschen hinhalte mit Gequatsche, gucke ich mich mal sehr, sehr deutlich in der Umgebung um und gehe auch mal so zwei Schritt nach links, zwei Schritt nach rechts, so dozierend, ja, so im dozierenden Duktus. Ja, und ist eine Lichtung. Irgendwie sieht es ein bisschen gerodet aus. Oder dass man sich ein bisschen Platz gemacht hat. Brandrodung? Ja, vermutlich. Vermute es, weil es dann bessere Einflugschneise dann gibt für die, um in den Hort zu kommen. Aber du bist ja kein Drachenexperte, wer weiß schon. Okay. Das ist aber alles. Also diese Lichtung, das ist dann, und die haben dann das Bier da und ansonsten. Das habt ihr noch nicht gesehen, aber sie sagen ja auch, dass sie das haben. Also den Hort könnt ihr nicht einsehen oben, das ist dann so ein Nest oben drauf. Ach so, ah ja, das ist auf diesem Baum. Okay, klar. Und er guckt da halt mit seinem langen Hals nur raus und ruft dir zu. Ja. Beziehungsweise die Kommunikation ist ganz komisch. Also da du ja jetzt irgendwie, du hast das ja durch kamale Art erwirkt, aber du sprichst auch so, wie du das irgendwie gewohnt bist. Das machst du ja bei dieser kamalen Kommunikation immer, dass du deine normale Sprache benutzt, aber der andere versteht dich einfach. Aber du merkst auch, dass das, was zurückkommt, irgendwie ein bisschen was anderes ist als irgendwie eine Sprache. Zumindest so, wie du das kennst. Hm.
Also, ich möchte euch einfach darauf aufmerksam machen, dass ihr Gewalt nutzt, um anderen Leuten das wegzunehmen, was sie mitfühlen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass das in die andere Richtung ebenfalls funktioniert. Das heißt, wenn hier ganz schön viele Menschen auftauchen und den Elfen auch Bescheid sagen, dann stehen die hier alle und klopfen nicht bei euch an, sondern wollen euren Baum fällen. Die Oder Elfen mögen zerstören. Aber keine Menschen. Bitte? Die Elfen mögen keine Menschen. Das kann sich ändern, weißt du das? Alles kann sich ändern. Genau. Und um da einfach gerade mal eben Frieden zu schaffen, wäre es ganz günstig, wenn ihr das Bier einfach wieder rausrückt. Echt. Das ist aber ein schlechter Tausch. Ja, deswegen bieten wir ja ein Äquivalent an. Was wäre das? Also das nicht das, was ihr gerade vorgeschlagen habt. Das ist ganz schön viel. Also ich hab unsere Elfenfreundin so verstanden, dass ihr eigentlich gerne vor allem diese Ringe um die Fässer haben wollt. Ist das richtig? Und das Glitzerzeug. Das Glitzerzeug. Glitzert das denn überhaupt so? Also ich kann mir jetzt gerade vorstellen, dass so ein Bierfass nicht unbedingt das Glitzernste auf der ganzen Welt ist. Du hast es noch nicht gesehen. Würdet ihr mir denn so ein Fass mal zeigen? Mein Fass. Ja, euer Fass. Ich will es ja nur sehen. Ich glaube, ich gucke es euch nicht weg, oder? Kopf verschwindet. Erstmal ist Ruhe jetzt. Ist gemütet drin, Taro. Ja, ich sehe es gerade. Was hören wir eigentlich, wenn die Drachen antworten? Machen die irgendwelche Geräusche oder schnattern irgendwie? Oder? Ja, manchmal ist da ein Geräusch, so wie ein Schnattern oder so, aber auch nicht immer. Okay. Aber das war bei Shariariel eben auch schon so. Also wenn dann Ruhe ist und der eine Kopf sich auch wieder weggedreht hat, kommt mal so mein Kopf so in die Nähe von Alricio. Das ist ein gutes Zeichen oder ist ein schlechtes Zeichen? Keine Ahnung, ich lobe den Tag nicht vor dem Abend. Und sicher, dass das nur zwei sind, nicht, dass da irgendwie noch Babydrachen rumschwören. Und verstehen wir Alricio eigentlich, wenn er mit den Drachen redet? Er spricht ganz normal in seiner Sprache. Jeder versteht dich quasi, ja? Das ist das karmale Ding, dass alle ihn verstehen können. Okay. Ich entscheide nicht, wer mich versteht. Ich würde mal in der Zwischenzeit so ein bisschen um den Baum herumlaufen und gucken, ob ich von unten was sehe oder so. So heimlich. Von unten kann man wenig erkennen. Da wird wohl irgendwas gewuselt und es dauert ein paar Minütchen und dann hält der große Drachenkopf in seinem Maul eins der Fässer über den Rand. Und du siehst tatsächlich, dass da so blinkend, glitzernd, silbrige Beschläge drauf sind. Also so Silbermetall. Also so Deko. Ja. Irgendwie mit den Symboliken der Travia-Kirche drauf. Sieht auch sehr edel aus. Ja, sieht sehr edel aus. Wie kann ich abschätzen, wie viel das ungefähr ist, wie groß die sind? Also, wenn der das Fass einfach mal eben so in seinem Maul hat, wird das ja jetzt kein Monsterfass sein, ja? Nee. War schon ein großes Fass, was ihr wahrscheinlich auch irgendwie zu zweit tragen müsstet oder so. Gerade wenn es gefüllt ist. Aber riesig ist das jetzt auch nicht. Also eher so 30, 40 Liter. Ja, ja, ja. Okay. Gut. Und diese Beschläge, also wie viel ist das ungefähr? Ist das jetzt einmal die Ringe, die das Fass zusammenhalten und dann halt auch noch extra Verzierungen dran. Die wahrscheinlich auch sonst keine Relevanz für das Fass an sich haben. Also der eigentlich glitzernde Teil ist jetzt gar nicht so immens. Ja, es sind halt Verzierungen, ne? Beschläge, die das Fass halt verzieren und zu was Besonderem machen. Könnte also. Und du glaubst auch, Entschuldigung, Slife, dass das auf jeden Fall kein normales Metall ist, sondern irgendwie vielleicht Silber oder so. Weil es blinkt und blitzert. Also entweder ist es sehr, sehr gut poliertes Metall, aber nach dem, was du irgendwie gehört hast mit Feuer und Transportweg und so, das müsste inzwischen da schon ein bisschen angelaufen sein und so. Und oder der
Fabian geweiht hat, ist die ganze Zeit immer alles so hochgalanspoliert. Ja, offen gesagt traue ich dem das zu, so wie der darüber wettert. Snorri, du wolltest was fragen? Ja, ich frage mich, ob man nicht einfach sich das Fass kurz geben lassen kann, den ganzen Schnörkel abbrokelt, bis auf die zusammenhaltenden Ringe, den Schnörkel hier lässt und das Fass mitnimmt. Und sich damit den Fluch von Frau Travia einfach mal zuzieht oder so, ne? Hier, wir nehmen das Bier. Nehmt ihr bitte die Lobpreisungen an die Frau Travia. Ich bin jetzt auch nicht ganz so sicher, ob der Travia-Geweihte wirklich das Bier will oder ob es ihm selber nicht vielleicht auch eher um diese Fässer geht. Oder beides. Auch, wer weiß, was da drin ist. Ja, nicht nur was da, aber wenn das irgendwie schon besseres Metall ist. Vielleicht ist das ja auch Weihbier. Weihbier? Keine Ahnung, womit die Travia-Leute ihre Gegenstände weihen. Kann ja sein, dass sie das in Bier einweihen. Nur Weiber. Weihbier? Komische Sitten. Ein Wortschwitz. Okay, aber wir haben nichts Äquivalentes. Also, denke ich. Wir haben doch nichts, was das aufwiegen würde. War zu leise, ne? Das wissen die ja nicht. Okay. Na dann. Verhandlungen sind 90%. 90% Schein und nur 10% Sein. Das weiß jeder, der schon mal zu viel für sein Leibbrot bezahlt hat. Aber da stellt sich mir die Frage, ist das nicht unehrenhaft? Das hängt ganz von deinem Konzept von Ehre ab. Frag mal einen Thulamiden dann noch. Der würde sagen, zu wenig für etwas, was ich verkaufe, verlangen, ist unehrenhaft. Naja. Ja. Ja, das glitzert ja schon ganz gut. Verschwindet wieder, das Fass ist wieder nicht sichtbar und der Hals. Ja, ich will es dir schon nicht wegnehmen, keine Sorge. Also du willst vor allem das Glitzerzeug, ne? Ja, Glitzerzeug. Ja. Du stehst auf Glitzerzeug, ne? Das ist das Beste überhaupt. Fändest du es noch cooler, wenn, also ich meine, so das Fass ist ganz schön groß und schwer, ne? Da ist ganz schön viel Zeug dran und drin, was jetzt nicht glitzert, richtig? Mhm. Was würdest du davon halten, wenn wir dir etwas geben, was viel kleiner ist, aber genauso viel Glitzerzeug hat, wie da drumherum ist? Was denn? Naja, guck mal hier zum Beispiel. Ich hole jetzt mal so einen Silbertaler raus und nehme auch ein Tuch und schreibe den auch mal nochmal ganz, ganz sauber. Das hier zum Beispiel. Und halt das so. Welches Wetter haben wir? Haben wir Sonne? Ja. Ach, super. Dann halte ich so in die Sonne und lass das so ein bisschen reflektieren. Wenn ich das gerade so richtig poliert habe und dann mit Spucke und so, und dann müsste das ja so ein bisschen glitzern. Bisschen klein, aber glitzert schön. Naja, ich sag ja auch nicht, dass du davon einkriegst. Ich würde dir 4 dafür geben. Und der Vorteil ist, die hier bestehen nur aus dem Glitzerzeug und die kann man ganz leicht tragen. Die Dinger da oben sind schwer. 4 von diesen kleinen Dingern sind aber echt wenig. Hier oben ist mehr Glitzer als 4 von diesen kleinen Glitzer. Hast du mir ja nicht gezeigt. Du hast mir nur das eine Fass gezeigt. Da glaube ich, ja, sind da 4. Alleine da ist ja schon mehr Glitzer als an den 4 kleinen Dinger. Guck mal, du kannst das hier alles, das kannst du klein machen. Ne? Dann hast du auch mehr davon. Das ist ja nur an der Oberfläche von dem Ring. Hä? Ja, guck mal. Wenn man die klein macht, du kannst mit deinem Feuer, kannst du die schmelzen und dann kannst du ganz viele kleine daraus machen. Wieso soll ich das denn machen? Das glitzert doch so schön. Ja, pass auf, das glitzert ja dann immer noch. Aber der Vorteil ist, du kannst dann eine Oberfläche mit diesem Glitzerzeug einträufeln, ja? Und dann hast du die ganze Oberfläche, die glitzert. Das ist nämlich das, was den Ring da so zum Glitzern bringt.
Ich weiß nicht, wie das bei Metall heißt, aber beim Kuchen heißt das Lasieren. So Glasieren, so ist ja Zucker. Glasieren. Dann glitzert das alles. Das kann man hier, mit denen kann man das, weil die komplett aus dem Glitzerzeug bestehen. Und das kannst du machen? Nee, du kannst das machen, du kannst doch Feuer spucken. Nein, den kann ich nicht. Du kannst kein Feuer spucken? Doch. Aha. Wie, jetzt kannst du es oder kannst du nicht handwerkern? Bitte? Aber ich kann nicht handwerkern. Nee, du musst ja auch nicht handwerkern können. Alles, was du können musst, ist das flüssig machen mit Feuer und dann irgendwas da reinhalten in das Flüssige. Und das einmal drehen und dann ist das komplett voll mit diesem Glitzerzeug. Und da reichen 4 von den Dingern aus. Dicke. Kopf zieht sich zurück. Kopf kommt nach ein paar Minuten wieder. 4 pro Fass. Wie viele Fässer hast du? 2. Okay. Wie machen wir Übergabe? Ich würde sagen, du kommst hoch und gibst uns die 4 und wir schmeißen die Fässer runter. Nee, nicht schmeißen, das ist nicht gut. Dann kannst du die mitnehmen. Kannst du sie nicht runterbringen? Einfach hierher stellen? Und dann erschlagt ihr uns, oder wie? Aber du willst, dass ich zu euch hochkomme? Ja, dann komme ich zu euch hoch erstmal. Ja. Pass auf, wir machen das so. Ich habe ja auch Angst, dass ihr mich fresst oder so, ne? Mhm. Ich komme zu euch hoch und beweise euch, dass ihr mir vertrauen könnt. Und dann kletter ich runter und ihr kommt auch runter mit den Fässern und ich sage meinen Freunden, dass sie bitte Abstand halten sollen. Wir könnten auch versuchen, so eine Seilwinde zu basteln und die Fässer einfach selber runterlassen, wenn wir zu zweit hoch. Ich möchte hoch. Okay, gut. Ich soll genau gucken. Okay. Dann verziehen wir uns einfach. Ich möchte echt wirklich hoch. Alricio mag wirklich Glitzerkram. Ja. Ja, aber sowas von. Ja, dann klettert Alricio den Baum entlang wie ein kleines Äffchen. Also wenn Alricio einen Ansatz macht, an diesem Baum hochzuklettern, würde er sagen, ich habe hier noch so einen Kletterhaken und Seil, wenn du fürs Runterkommen es einfacher ist. Oder? Ja, danke. Anscheinend braucht er das gar nicht. Wie gesagt, wie ein kleines Äffchen. Und erreicht oben das große Drachennest, nenne ich es jetzt mal. Und tatsächlich siehst du dann von oben, dass da so ein riesen Astloch ist, auf die der Hort gebaut ist. Was irgendwie ziemlich viele blinkenden Münzen und Schmuck und Ringe und alles Mögliche enthält. Quasi überquillt und daneben liegen halt 2 große Fässer mit diesen Travia in Eingravuren und silbernen Einlagen. Holla Leute, ihr habt doch schon ordentlich was von dem Glitzerzeug. Mehr Glitzer. Ja, das kann ich verstehen. Aber das, was ich euch gesagt habe, ne, mit diesen Münzen, das könnt ihr mit dem ganzen Zeug hier auch machen. Und ihr könnt den ganzen Baum hier glitzern lassen. Wirklich, ihr müsst da immer nur so ein bisschen was drüber streichen. Mhm. Das funktioniert, das ist der Hammer, wirklich. Eine Stimme in deinem Kopf. Wieder wie durch Wasser gesprochen. Dich um. Ja, mach ich. Und dein Blick wandert so in diesem Astloch auf 2 bestimmte Dinge. Einmal liegt da eine Art Kette, ein Amulett, ein ziemlich großes, so ungefähr halber Handteller großes silbernes Amulett, was wirklich besonders funkelt. Und irgendwie so die funkelnden Strahlen so in deine Richtung sendet. Und daneben ein silberner Dolch, der es ähnlich tut.
Entweder irgendwas genaues drauf erkennen oder entweder ist das funkelt das gerade sehr schön im Sonnenlicht, so dass es gerade Zufall ist, oder diese beiden Sachen fallen dir gerade ziemlich ins Auge. Sag mal, ganz besonders gefallen mir die da drüben. Wo habt ihr die denn her? Mein Glitzer. Ja, alles gut, ich fasse es doch auch nicht an. Ich möchte nur wissen, wo du es her hast. Beruhig dich mal. Genommen. Hier von wem? Gefunden. Einfach so. Lag hier unter einer Wurzel, oder? Sich schon anstrengend, silbernes, funkelndes Zeug zu finden. Geht das auch ein bisschen konkreter, mein Freund? Nein, ich verrate meine Methoden nicht, sonst finde ich ja nicht mehr so viel, weil du das alles nimmst. Ich dampf doch hier ab, ich bin nur auf der Durchreise. Mhm. Morgen bin ich weg. Was soll ich denn hier? Mhm. Wieso hast du das gehört hierher? Ich bin kein Elf. Bitte? Gehört hier alle nicht her. Ja, genau. Und deswegen sind wir auch morgen wieder weg. Ich nix verraten. Na komm schon, ich verrate dann auch ein Geheimnis. Nein. Soll ich als erstes verraten? Was? Mein Geheimnis. Ich habe doch gesagt, ich verrate ja auch ein Geheimnis, wenn du mir dein Geheimnis verrätst, wie du an sowas kommst. Glitzert das Geheimnis? Es ist ein Geheimnis. Es besteht aus Worten. Dann bin ich nicht interessiert. Ich glaube, an dem Geheimnis bist du schon interessiert. Also, haben wir einen Deal? Woher weiß ich denn, ob das Geheimnis das wert ist? Woher weiß ich, dass dein Geheimnis wert ist, was ich dir sagen will? Ja, du willst es doch wissen. Genau. Also ist es. Und ich glaube, dass du auch wissen willst, was ich sage. Und dann sag. Antwortest du mir dann auch mit deinem Geheimnis? Deal. Ich sehe, wir verstehen uns. Es gibt jemanden, ein übernatürliches Wesen, ein Gott, der unterstützt das glitzernde Sachen sammeln. Staffex. Und ich glaube, dass wenn ihr euch Mühe gebt, mit ihm Kontakt aufzunehmen, dass der euch dabei auch unterstützt. Das war's schon. Naja, der kann euch noch weitere Tricks verraten. Und dann kommt ihr noch mehr an Glitzerzeug. Mehr Glitzerzeug? Ja, genau das meine ich doch. Wie geht das? Ich sag doch, ihr müsst versuchen, mit diesem übernatürlichen Wesen, mit dem Gott Fex, Kontakt aufzunehmen. Wo ist der denn? Der ist überall, das ist ja das Geniale. Warum habe ich den denn noch nie gesehen? Den siehst du jede Nacht. Dem gehören nämlich die Sterne. Der hat die da oben hingesetzt. Um allen zu zeigen, dass er Glitzerzeug besorgen kann. Aber mit den Sternen kann man nicht reden. Hast du schon mal versucht? Die sind zu weit weg. Hab schon versucht, dahin zu fliegen. Hast du schon mal versucht, mit denen zu reden? Hab versucht, hinzufliegen. Versuch mal. Zu weit weg. Versuch mal, in der Nacht mit dem Herrn Fex zu sprechen. Der nennt das Beten. Versuch das mal. Mir antwortet er. Und vielleicht ja auch euch. Kann aber ein bisschen dauern. Klingt ziemlich abgefahren. Das ist es auch, deswegen ist es ja so ein cooles Geheimnis. Also so ein tolles Geheimnis. Na schön. Ich versuch's mal. Mach das auf jeden Fall. Also wirklich, das funktioniert. So, jetzt musst du dein Geheimnis sagen. Wie bist du an die Sachen gekommen?
Ihr Menschen läuft manchmal in den Wald und tötet Elfen. Welche Menschen? Keine Ahnung. Menschen okay. sehen alle gleich aus. Also es gibt Menschen hier, die kommen in den Wald und töten Elfen. Manchmal Elfen auch Menschen. Mhm. Und dann gehen wir da schnell hin und nehmen das Glitzerzeug mit. Ach so. Interessant. Aber du kannst nicht sagen, von welchen Menschen du das da... Also das von Menschen oder von Elfen? Von wem hast du das da jetzt genommen? Weiß ich nicht mehr. Was weißt du nicht genau? Ist das wichtig? Ja, das ist wichtig. Für mich nicht. Hauptsache glitzert. Ja, das gönne ich dir ja auch. Mach's gut. Also du kannst mir das nicht sagen, du hast das vergessen. War mir nicht wichtig. Mhm. Darf ich mir die einmal angucken? Ich berühre sie gucken. Auch nicht. Ich berühre sie auch nicht, keine Sorge. Ich berühre sie auch nicht. Mhm. Dann gehst du rüber und betrachtest die Dinge? Genau. Auf dem Amulett siehst du eingravierte Istira-Runen. Und auf dem Dolch? Der Dolch ist relativ blank poliert und hat, außer dass er sehr, sehr blinkt und wahrscheinlich nicht aus Metall, sondern eher aus einem Edelmetall besteht, wahrscheinlich Silber vermutest du, keine sonderlich großen also es sieht wie so ein Zierdolch aus, aber für ein Zierdolch ist der auffallend gut irgendwie aus, ja, du kannst ihn ja nicht anfassen, aber der sieht scharf aus noch. Also ein Zierdolch sieht man ja, dass er eine stumpfe Klinge hat. Das sieht definitiv eine scharfe Klinge. Aber sonst ist es eher so, als wäre es ein Zierdolch. Also es macht schon was her, weil es irgendwie blinkt und funkelt und auch die Teile des Dolches, die kenne ich auf der Klinge, sind auch so versilbert und funkelnd. Wahrscheinlich mit irgendwas überzogen, was so einen Glitzereffekt macht. Selbst so dieser Ledereinband des Griffes funkelt irgendwie vor sich hin. Mein Freund. Hm. Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Problem? Du hast doch selber gesagt, die Elfen werden sich mit den Menschen nicht zusammentun, um Jagd hier auf euch zu machen, ne? Hm. Das hier gehört aber garantiert den Elfen. Siehst du das da? Und dann zeige ich mal so auf die Runen. Das Elfisch. Mhm. Du weißt schon, dass Elfen auch ziemlich eifersüchtig sein können, wenn man ihre Sachen nimmt, oder? Selten. Bitte? Selten. Ja, einmal reicht, von bist du tot. Sachen. Ja, ich sag ja, einmal reicht, dann bist du tot. Nein. Dann kommen die und machen Jagd auf dich, aber mal sowas von. Nein. Nein. Noch nie passiert. Das ist richtig, einmal reicht ja auch. Du lebst ja auch noch, oder? Ich glaube, wir sollten denen das zurückgeben. So leid mir das auch tut. Eins. Würdest du dafür sterben? Wenn es sein muss. Ernsthaft? Ja. Also du willst lieber sterben, als dass du das abgibst, ja? Glitzerzeug ist wichtig. Als nächstes sagt der Mensch. Ja, das mag ja sein, aber ich würde mal behaupten, dein Leben ist wichtiger, oder? Glaub nicht, dass ich das so schnell verliere. Wir sind stärker als die Elf. Du bist stärker. Alles klar. Nein. Du bist vielleicht stärker als ein Elf, aber du bist nicht stärker als die Elfen. Wenn sie mein Silberzeug haben wollen, sollen sie kommen. Ja, ich glaube, sie werden einfach deinen Baum abfackeln. Dann hole ich mir einen anderen Baum. Und fackel zurück. Ich kann nicht gut. Und das zündet so ein kleines Flämmchen so aus dem Maul. Ey, du kannst Feuer spucken? Soll ich dir mal zeigen, wie das mit dem Silber überziehen, mit dem Glasieren geht? Krieg ich schon raus. Bitte? Krieg ich schon raus.
Also, du willst mir nicht zeigen, dass du Feuer spucken kannst? Kannst du es vielleicht gar nicht? Kannst du so tun, als könntest du Feuer spucken oder was? Wie? Machen wir jetzt unseren Handel oder nicht? Aha, ich glaube, ich habe einen wunden Punkt getroffen. Du kannst gar kein Feuer spucken. Du bist ein kleiner Lügner. Ich finde das gut. Das gefällt mir. Mach ich auch manchmal Lügen. Jetzt natürlich nicht. Ja, also hier sind deine, wie viel hatten wir gesagt? 4 Stück? 4 pro Fass. Mhm, okay. Hier sind deine Münzen. Ich lege ihm da so 8 Silber hin. Glitzer. Genau. Bringst du jetzt die Fässer bitte runter? Und ich schieb noch mal die Münzen so in meine Richtung, weil er ja noch nicht die Gegenleistung erbracht hat. Lass sie hier liegen und ich bringe die Fässer runter. Bitte? Dann schnappt er sich mit seinem Maul das erste Fass und hebt dann ab. Während der andere Drache oben über dem Hort kreist und dich im Auge behält. Ja. Und stellt dann das Fass unten ab. Kommt wieder hoch. Und das zweite Fass macht dasselbe. Dann wieder hoch. So, jetzt verschwinde. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was das hier für ein Amulett ist. Glitzeramulett. Ja, ey, Alter, ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Wenn du jetzt anfängst, zu Fex zu beten, dann bist du mein Bruder im Glauben. So nennen wir das, wenn wir alle zusammen hier unter dem Fex hängen, unter dem Fex Glitzerzeug sammeln. Ja, Glitzerzeug ist ja auch wichtig. Ja, guck mal, das hat er mir geschenkt. Ich zeig mal mein Amulett. Es hört aber sofort auf zu glitzern. Sollen wir tauschen? Das glitzert nämlich auch. Ja, das hört sofort auf zu glitzern, wenn das nicht mehr bei mir ist. Sofort. Das ist blöd. Ja, ne? Hätte getauscht. Ich hätte, naja, also das hätte ich jetzt nicht eingetauscht, aber ich bin ansonsten eigentlich auch echt, echt der Freund von Tauschen. Ich finde das gut. Glitzert viel schöner als das andere. Ja, das ist richtig. Aber wirklich, ernsthaft, du, das kann dir den Tod bedeuten. Ich bin mir fast schon sicher. Mein Glitzer bleibt mein Glitzer. Du bist dir echt sicher? Sicher. Für dieses Teil würdest du sterben wollen? Nur für dieses? Und den ganzen anderen Glitzerzeug, der wäre dir dann, das ganze andere Glitzerzeug wäre dir egal? Gebt nichts von meinem Glitzer ab. Wenn ich wag, der nicht gewinnt. Ich spreche nochmal ein inneres Stoßgebet. Schau dem Drachen tief in die Augen. Ja. Und werde mit der kompletten kamalen Autorität, die ich habe, sagen, dieser Dolch und dieses Amulett gehören mir. Du wirst sie mir geben. Es ist besser so. Wieder dieses merkwürdige Widerstandsgefühl. Befürchtetes. Aber das ist diesmal nur ganz am Anfang. Und dann ist es so, als würde jemand eine Tür öffnen.
Und du musst dich echt anstrengen, weil du ja jede Menge Kamale Kraft zusammengenommen hast. Eigentlich den Rest, den du hattest. Und schiebst quasi diese Kamale Kraft vor diese Tür vor und versuchst sie einzudrücken oder die Kamale Kraft da durchzukriegen. Und dann ist es so, als würde jemand die Tür öffnen und du musst gucken, dass du nicht hinterher stolperst. So fühlt sich das für dich gerade an. Ja, gibt es da noch ein begleitendes Gefühl? Ist das Erleichterung? Ist das Es fühlt sich so ein bisschen dran an, wie so ein Fallen, wie so ein nach vorne Fallen an, wie so ein fallendes Gefühl. So ein Schwerelosigkeitsgefühl, was dich überkommt. Was dann sofort in einer Art, ja, so tranceartigen Zustand Entrücktheit mündet. Und das Letzte, was du dann noch siehst, ist dann der Drache, wie der so silbrige Augen bekommt. Wenn es dir gehört, dann kannst du es dir natürlich nehmen. Und torkelt so ein bisschen mit dem Kopf hin und her. Ich danke dir für deine Einsichtigkeit. Und musst dich echt anstrengen, dass diese Worte, die du sprichst, nicht lallend über deine Lippen kommen. Okay, dann werde ich genau in dieser Trance wahrscheinlich genau zu diesen beiden Gegenständen greifen. Ja, nimmst die in die Hand. Wenn du dich umwendest und versuchst, irgendwie über den Rand des Hortes rüberzusteigen, kommt dann diese ganze, wow, ist das hoch hier. Und dieses ganze, irgendwie dieses ständige Fallgefühl, dieses ich kann es nicht anders beschreiben, als so dieses ständige Gefühl, du würdest gerade irgendwie fallen. Das hatte ich noch nie. Und damit jetzt zu klettern, ist echt schwierig wahrscheinlich. Lumen? Ja? Ich wäre jetzt doch sehr dankbar. Oh. Dankbar? Ja, wenn du mir hier runterhelfen würdest. Das war erschöpfender, als ich gedacht habe. Er steht so ein bisschen verloren unten. Ich kann versuchen, dir den Kletterhaken hochzuwerfen. Ja, bitte. Und er würde den, es ist zwar ein Bolzen, er könnte es auch in die Armbrust reinpacken, aber da er ungern Alricio irgendwie mit der Armbrust ins Gesicht schießen möchte, würde er es versuchen, indem er... Das wär's jetzt. wie viel Meter war der Baum hoch? Bestimmt so 10, 15 Meter hoch. Okay, gut. Dann würde er halt versuchen, schnell wirbelnd versuchen abzutimen. Versuch's vielleicht zu fangen. Und wird zur Richtung Nest. Ja, würde er versuchen, es hochzuwerfen. Und gucken, ob sich's da verhakt oder ob er es verhaken kann oder. Ich befürchte, das wird 2 oder 3 Versuche brauchen, weil ich es nicht richtig fange. Ich würde mal in der Zwischenzeit schon mal gucken, dass ich den Travia-Geweihten und die anderen schon mal motiviere, die Fässer irgendwie langsam so Richtung wegzuschieben, dass es einfach schon mal geklärt ist, dass die Fässer wieder auf den Wagen kommen. Vorsichtig mit den Fässern, vorsichtig. Ja. Während ich eins der Fässer trage, oder krieg sogar beide... Ja, das wirst du alleine, glaube ich, nur ganz schwer hinkriegen. Das ist schon ziemlich schwer, das Ding. Okay, wenn ich das so ein bisschen bewege, ist da Flüssigkeit drin? Ja. Okay. Gut, dann also... Snorri ist sichtlich bemüht, es alleine zu rollen kannst du es wahrscheinlich. Ja, das ist gut. Vorsichtig. Mach ich doch. Ja, ich würde auch versuchen, diesen den Enterhaken so ein bisschen ins in den Hort zu werfen. Also schon so ein bisschen bogenmäßig versuchen. Ja, wie gesagt, du brauchst ein paar Anläufe. Ja. Nicht nur, weil Ariccio das schwer fängt, sondern auch, weil du ein bisschen Probleme hast mit der Höhe und mit deiner Zielkunst. Aber mache ich zu selten. Ja. Irgendwann gelingt es dir dann auch da. Das dauert halt eine Zeit lang. Währenddessen rollt Snorri dann dieses Fass vor sich her und hat diesen Travia-Geweihten so hinter sich. Was macht Chayariel? Ich würde gucken, dass das mit den Fässern klappt, aber vielleicht auch ein Auge
auf Ariccio haben, falls er doch irgendwie noch Hilfe braucht. Also ich bin einfach bereit für alle möglichen Aufgaben. Stehst du auf an dem Baum und versuchst ihn, wenn er runterfällt, aufzufangen. Genau. Ich gucke schon noch, dass die Fässer versorgt sind und dann, falls er runterfällt, bin ich da. Rollt Snorri so dann das Fass vor sich hin und schaut so immer auf diese Gravuren und silberglitzernden Einfassungen von dem Fass und da rollt halt immer wieder so eine Gansverzierung so an dir vorbei und dann es hat halt so ein bisschen was Meditierendes, wenn man so das Ding vor sich herrollt und dann sich immer wieder diese Gans auftaucht. Und irgendwann hat Snorri so das Gefühl, dass diese Gans so ihren Hals zu dir rüberreckt und so anfängt zu schnattern. Rollst du weiter? Ich mach kurz eine Pause, gucke in meinen oder schüttle meinen Schlauch und überprüfe, wie viel Bremer Feuer noch drin ist. Also. Ist noch, war schon mal voller. Ja, aber ich versuche mich krampfhaft zu erinnern, ob ich gerade irgendwie Alkohol getrunken habe oder so. Nee, gerade nicht. Nee. Huch. Weiter, wir müssen weg. Diesen blöden Drachen. Na, warte mal. Ich glaube, die Drachen sind keine Gefahr mehr. Drachen sind keine Gefahr. Was redest du da für Unsinn? Ein torwaldischer Freund. Naja, also. Der gute Ariccio hat das, glaube ich, die Kuh vom Eis geholt. So sagt man das bei uns oben. Sicher bin ich erst, wenn die Dinger wieder auf meinem Wagen sind. Also los. Aber ich warte noch auf die anderen. Die sind da hinten beschäftigt. Denen geht's gut. Ich drehe mich mal um. Ist Lumin noch mit dem Arm am Wedeln? Oder hat der? Ja, du bist jetzt schon eine ganze Weile, also bist ja am Waldrand halt schon so in den Wald rein. Das ist halt schwer zu sehen. Du hörst die noch auf jeden Fall. Verdammt, schon wieder daneben. Und dann Chayariel rufen, nein, du musst mehr links. Ich hol gleich die Axt von Soll ich schießen, fragt Chayariel. So. Wenn du meinst, es besser zu können, bitte. Und dann ein Schrei von Chayariel. Nein, gleich fällt er aus dem Nest. Ich versuche sehr langsam weiter zu rollen, sodass das Ding nicht in den Flow kommt. Mhm. Also Ich tue so, als wäre ich plötzlich merklich ungeschickter im Rollen. Und ne, es ist so ein bisschen hin und her. Das ist mir nicht so ganz geheuer. Warum wirst du langsamer, mein Freund? Willst du das Fass rollen? Kann dir helfen. Soll ich? Du kannst es ja mal. Ich werde mal eure Fassrollfähigkeiten beurteilen. Deine Fassrollfähigkeiten beurteilen. Mach du doch. Also, ich weiß nicht, muss man. Zeig mir nochmal, wie das geht. So. Und jetzt sag mir nicht, wie ich hier das machen soll, was du nicht schaffst. Ich liegt nur an der Technik. Einmal zeigen, dann kriege ich das hin. So. Ich stelle mich absichtlich ein bisschen ungeschickter. Aber krieg's gerade noch hin. Die Gans schnattert so zu dir rüber, als du da so unbedarft und schnattert so hinter dir. Ja, dann ich drehe mich mal um. Und just in dem Moment, als sich Snorri versucht umzudrehen, spürst du etwas Spitzes in der Seite. Und ein brennender Schmerz durchfährt deinen Körper. Und du verlierst erstmal den Halt unter den Füßen und sackst so auf dem Fass ein bisschen zusammen
fasst dir so an die Stelle, wo du den Einstich gemerkt hast und merkst halt eine klaffende, große, nassende Wunde. Dann kommt das Gesicht des Travia-Geweihten mit einem Lächeln irgendwie in deine. Tut mir leid, aber mindestens einen habe ich gekriegt. Und dann siehst du Vampirfangzähne, wie sie aus dem Oberkiefer wachsen. Hat man diesen Schrei von Snorri in irgendeiner Art und Weise gehört? Ja, aber der hat ja die ganze Zeit geächtzt und gestöhnt, weil er das Fass gerollt hat. Aber diesmal klang es ein bisschen anders. Aber die Frage ist, wie Lumin da jetzt in seiner Konzentration beim Schießen darauf achtet. Also er wird schon konzentriert und wird wahrscheinlich gerade so den Enterhaken samt Seil auf Scharaya gegeben. Hier, wenn du meinst, das ist wahrscheinlich gerade geschafft, dass Alricio das Ding gerade gefangen hat. Ah. Wo ist denn die Vampirjägerin, wenn man sie braucht? Wer weiß, wo die sich gerade rumtreibt. Okay, ich sag mal, das klang doch jetzt irgendwie gerade doch ein bisschen komisch. Mir ist auch nicht so bewusst, Snorri da allein zu lassen. Ich versuche das hier mit dem Ankerhaken mal und du guckst noch bitte schnell nach Snorri. Ja, der ist bestimmt mit diesem blöden Fass über den Fuß gerollt oder ja. So. Ich gehe mal Richtung Snorri und schau mal, ob ich mit dem blöden Fass helfen kann. Wie kommt Alricio jetzt mit diesem Enterhaken zurecht? Ich würde mal zu Alricio versuchen, hochzuklettern und ihm den Enterhaken einfach irgendwo ranzuhängen. Ja, das hat er schon hingekriegt. Also ein bisschen taumelnd, aber das hat er schon hingekriegt. Okay, dann helfe ich ihm jetzt runter. Du, ich glaube, wir haben keine Zeit mehr. Lass uns mal hier schnell versuchen, runterzukommen. Ja. Also irgendwas ist doch merkwürdig an dieser Geschichte, oder? Geht's euch gut? Ja. Ja. Seid ihr verzaubert? Ich gucke ihn mal so an und schaue in seine Ohren rein und versuche, was herauszufinden. Das ist so ein bisschen, also diese Elfe, die kommt dir immer sehr, sehr nah. Du hast das Gefühl, immer bis auf Nasenspitze. Und das ist dann pass nur so auf, dass sie mir nichts klaut. Rest ist mir egal. Shaya, du merkst, wie Alricio mit aller Gewalt Teile seines Gewandes zuhält. Nee, ich passe halt auf ihre Hände auf und sollten die Hände irgendwo hingehen, wo ich das Gefühl habe, dann hau ich diese weg. Ja, manchmal hast du das Gefühl, die schnellen nach vorne oder so, aber. Ja, okay. Hau ich die halt so weg. So. Nein! Pass auf dein Glitzerzeug auf, meint der Drache. Ich kritze den Drachen so über die Schulter schälen an. So. Das ist, ja, okay. Ich versuche ihm jetzt erstmal runterzuhelfen und lass ihn erstmal in Ruhe. Ja, Lumin bricht irgendwie dann im Laufschritt irgendwie durch den Waldrand und sieht den Travia-Geweihten über Snorri gebeugt. Okay. Der so halb auf dem Fass drauf liegt. Euch links. Das sieht nicht so aus, als wäre Snorri umgekippt und ja, doch, irgendwie schon. Zusammengesackt über dem Fass, so sieht es ein bisschen aus. Was passiert? Komme ich dann so auf die beiden zu. Alles gut? Das war Snorri noch verletzt? Verdammt. Und dann spielt Snorri nochmal einen zweiten Stich. Das sollte reichen. Dann sieht Lumin, wie sich der Travia-Geweihte davon macht. Hallo? Snorri, sehe ich die blutenden Wunden? Wenn du näher kommst, schon, ja. Snorri, alles verdammte Scheiße. Was ist? Shayariel, wir brauchen hier schnell Hilfe. Snorri ist verletzt. Und ich setze dem Vampir nach und ziehe mein Schwert. Ja, dann renne ich los und versuche die Magier irgendwie zu motivieren, mitzukommen. Vielleicht können die noch was tun. Und lass Alricio halt fallen. Naja, aber du wirst mich ja nicht das Seil runtergetragen haben, oder? Nein, du bist ja an dem Seil dran, aber ich kletter halt jetzt schnell wieder runter und das überlasse ich deinem Schicksal und renne dann los und so ein bisschen in Indiana Jones-Style, wie Alricio jetzt da runter segelt, so an einer Seilbahn. Und, wie gewollt und nicht gekonnt, ja. Und dieses Gefühl von im Kopf von diesem Fallen ist vielleicht dann zusätzlich zu dem in der Tat Fallen. Entlockt dem Alricio vielleicht ein kleines Hui oder so? Ja, wahrscheinlich auch ein großes.
Ja, und der Aufprall ist auch nicht sonderlich angenehm. Also, du kannst dich abrollen, weil das bist du gewohnt, aber nicht so, es sieht eher so ein bisschen aus, als, naja, wäre gerade jemand kopfüber in die Pfütze gefallen. Aber du tust dir zumindest nicht weh. Eine Frage noch, wie oder wo sind die Einstiche? Also sind die, also verletzt ist Nori auf jeden Fall. Ja, gekonnt auf die auf und an die Stellen unter dem Arm, so nach oben Richtung Brustkasten gestochen. Also Richtung Lunge. Mhm. Ganz, ganz übel. Das hinterlässt dich. Ich habe jetzt nicht so richtig. Habe ich irgendeine Idee, was ich am besten machen könnte, um ihm zu helfen? Oder, Du wolltest ja dem Typen nach, hast du gesagt. Deswegen, ich überlege jetzt nur gerade, lasse ich ihn jetzt da und er verblutet vielleicht? Also bleibst oder du stehen. Um zu überlegen. Also ich will ihm gerade nachsetzen und guck nochmal zu Snorri und fällt mir ein, was ich jetzt tun könnte, um ihm aktiv zu helfen, außer meine Hände auf die Wunden zu drücken? Das wäre das Erste, was du machen würdest, ja. Irgendwie die Wunden abbinden wäre doch schon mal gut. Ja, ja, ich gucke noch mal dem Vampir hinter, so ein bisschen Zwiespalt, entscheide mich dann aber doch für Snorri und laufe zu ihm und versuche ihm irgendwie zu helfen. Ja. Genau, und ich renne dann schnell dahin und komme dann, glaube ich, ja auch an, oder? Genau, ja. Ich würde versuchen, Snorri anzufassen und den Regeneratorzauber auf ihn anzuwenden, also quasi das, was eigentlich für mich funktionieren sollte, auf ihn zu übertragen. Dass das irgendwie funktioniert. Wo ist eigentlich der Rest von unseren Leuten? Sind die mit uns mitgegangen? Ja, die Magier habe ich gesagt, die sollen mitrennen. Ja. Okay, also wir sind alle quasi mehr oder weniger zusammen. Alricio steht halt ein bisschen allein. Ja, Tashmiro siehst du gerade nicht, aber sonst. Ja. Ja. Irgendwie verschwunden. Das heißt, die Magier haben doch wahrscheinlich auch Regeneration oder irgendeinen Heilzauber, den die vielleicht auch anwenden können. Ja. Adeptatassia beugt sich dann so zu Snorri herunter und meint dann Balsam Salabunde. Heile, Wunde. Und Snorri merkt dann, dass der Schmerz sich einmal kurz nochmal stärker wird und dann aber sehr, sehr schnell nachlässt. Wenn die Leute da sind, würde ich nochmal gucken und mich orientieren, sehe ich ihn noch irgendwo laufen oder sowas? Oder ist nee, er schon ist weg? Ist in den Büschen verschwunden. Ein Geweihter? Ernsthaft? Wo ist Alricio? In dem Moment torkelt der hinter inzwischen zwei Bäumen hervor. Hebst du die Hand? Ist dir schon mal aufgefallen, wie schön die Sonne zwischen den Blättern funkelt? Warum kann man das eigentlich nicht klauen? Was ist los mit ihm? Ich weiß nicht, irgendwie seitdem er für diesen Drachennest runtergekommen ist, ist halt komisch. Aber wir sollten uns vielleicht erstmal um Snorri kümmern und dann um Alricio. Ja, kümmert ihr euch um Snorri. Ich kann ihr leider ja nicht wirklich helfen. Und ich würde zu Alricio gehen und ihm so ein bisschen am Arm fassen und sagen, alles okay, mein Freund? Ja, würdest du mich bitte loslassen? Entschuldigung, du warst nur etwas ungelenk auf den Beinen. Deswegen habe ich gedacht, ich... Ja, ich weiß auch nicht so recht. Die Rüstung von Lumin funkelt ziemlich. Der Travier-Geweihte scheint Snorri abgestochen zu haben. Ich sagte doch, der hat irgendwie einen Hang zur Brutalität. Ja, das sagtest du. Hat er sich die Fässer auch mitgenommen? Nee, die sind noch da. Oh, gut. Gut? Jetzt sei nämlich echt schön. Adapter, wie sieht's aus? Könnte Snorri helfen? Glaub schon, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas ist komisch hier. Nicht, dass der Dolch vergiftet war oder sowas. Ich hätte ihm doch nachsetzen sollen. Geht's dir besser, Snorri? Snorri, hallo? Bleib bei uns. Danke. Schlägt dir so oft ins Gesicht. Danke, Tassia. Ja, es ist schon... Au! Es ist schon besser. Au! Sicher! Das habe ich mal in einem Buch gelesen, dass man das machen soll. Ja, also, ja. Ja,
Jetzt sind die Wangen wieder durchblutet. Ist das gut? Ja. Gut. Reicht, danke. Danke. Ich versuche mich aufzurichten und aber man merkt, ich stütze mich so auf dem Fass ab und es tut irgendwie weh. Ich hatte ein komisches Gefühl, die Gans beim Fassrollen hat die Gans irgendwie sich bewegt und irgendwie geflattert und geschnattert, ja. Geschnattert und Was? Die Gans hat dich vor den brutalen Travia-Geweihten gewarnt? Es muss wohl so gewesen sein, ja. Sie hat noch gesagt, hinter dir, und dann habe ich mich umgedreht und dann spürte ich Schmerzen in der Seite. Wie halluziniert toll ist das Lumin? Denn? Wir müssen ihn schnellstens irgendwie weiter. Irgendwie, ich glaube, mein Zauber hat nicht ausgereicht. Ja, wartet, vielleicht ist da ja was dran. Also irgendwie. Vielleicht. Das heißt, Eritio, mit diesen Göttern kennst du dich besser aus. Das heißt, die Herren Travia haben mich beschützt. Ja, klar. Okay, mit dem ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Was? Aber ich habe doch gesagt, wir können den Travia-Geweihten nicht trauen. Irgendwas ist merkwürdig an dem. Ich tätschle so ein bisschen dieses Gans-Emblem. Danke. Adeptia, was müssen wir jetzt noch für Snorri tun? Bin mir nicht sicher. Lass mal gucken, Snorri. Ich ziehe so ein bisschen das ja. Emto. Ja, das ist ja zerschnitten an der Seite. Ja, ach so, dann gucke ich da so rein. Ist die Wunde noch am Die Wunde Suppen, ist oder? Zugeheilt durch den Balsam. Allerdings okay. Irgendwie ist da so ein merkwürdiger, blauer, dicker. Also das setzt dann so einen riesen blauen Fleck an der Seite. Hm. So und ähnlich tut es jetzt auch weh. Erfahrungswert kann der danach so ein Zauber sein? Ihr sieht das. Ihr zaubert doch öfter. Sieht das nach dem Zauber so aus oder ist das anders? Habt ihr noch nicht so oft benutzt müssen? Vielleicht fragen wir mal Hilberto. Der kennt sich damit vielleicht besser aus und redet nicht so lange wie der Alte. Normalerweise sollte das. Also ich weiß ja nicht. Sorry, wie fühlst du dich? Kannst du aufstehen? Kann ich, wie fühlt sich's an? Ich versuche also es fühlt sich so an, als hättest du einen großen blauen Fleck an der Seite. Aua. Also es tut mir so ein bisschen weh, aber wird schon. Aber das Fass müsste jetzt vielleicht jemand anders rollen. Au! Ja, es müsste jemand anders rollen. Aua. Ja, ich kümmere mich schon. Wir müssen wachsam bleiben, der kann hier noch irgendwo in der Nähe sein. Aber wir haben heilige Fässer. Verdammter Mistvampir. Toll, Alricio. Lumin würde anfangen, das Fass zu rollen und halt wird eure Sinne geschärft. Ich habe die Hand an der Axt. Was hat das? Hattest du irgendwas bemerkt an dem Travia-Geweihten, warum der jetzt plötzlich auf dich eingestochen hat? Nicht am Travia-Geweihten, am Fass. Der will mich irgendwie. Das Fass will mich quasi hypnotisieren oder so. Aber der andere hat doch auf dich eingestochen. Warum? Hat der irgendwas gesagt? Nein, aber also das Fass sagte dann, oder eine Stimme in meinem Kopf sagte, hinter dir, dann drehte ich mich um und dann spürte ich den Schmerz an der Seite und dann war er über mir mit seinen Vampirzähnen. Er hat gesagt, so. Dann kriege ich jetzt wenigstens einen von euch. Stimmt, so, genau. Einen habe ich wenigstens gekriegt oder so ähnlich. Und er hatte Vampirzähne? Ja, so. Das heißt, er war ein Vampir? Anscheinend. Okay, hatten wir nicht letztens dieses Gespräch, dass man Vampire nicht erkennen kann? Naja, wenn man die Zähne zeigt, anscheinend schon. Und wir haben die ganze Zeit mit ihm gesprochen. Also von daher haben wir ihn ja nicht erkannt. Ja, wir haben ihn nicht erkannt. Schlecht. Der Heller konnte Ornat tragen. Warum bewegen wir jetzt die Fässer jetzt nochmal? Wir haben, wenn der Travia-Geweihte ein Vampir ist, halten die uns nicht auf? Die können wir doch jetzt eigentlich hier lassen, oder? Wir brauchen doch keine Fässer. Es macht uns ja nur langsam. Die sind heilig. Die können wir doch dem Drachen wiedergeben. Nein. Dafür, dass du da irgendwie Zeugs von dem mitgenommen hast. Ja, ich kriege übrigens Geld von euch.
Sag mal, geht's dir Was? Gut? Brauchst du irgendwas? Ein Stück Ja, Bier oder so? Geld. Silber. Ich geh mal so zu Snorri. Total unpietätlos. Ja, er krümmt sich dabei so. Silber. Flüster mal Lumin zu, sag mal, bist du stark genug, ihn festzuhalten? Ich will mal was überprüfen. Stimmt, ja. Okay, dann machen wir mal einen Überraschungsangriff. Du hältst ihn mal ganz schnell fest und ich versuche mal, was herauszufinden. Ich glaube nicht, dass er ihn... Wenn du es vorher ankündigst, ist es kein Überraschungsangriff. Flüster das Lumin ins Ohr. Ich glaube nicht, wenn wir in seiner aktuellen Situation, dass wir einen großartigen Überraschungsangriff machen müssen. Krieg ich jetzt ein Silber oder was hier ist, Snorri? Gib... Ja. Das Fass hat dich gerettet. Es ist okay, locker ein Silber wert. Echt. Gib. Gib. Okay. Ich würde mal hin. Einen alten kranken Mann zu belästigen. Es schließen sich plötzlich sanfte, starke Arme um Alricio, der dich mal festhält. Gib. Unbekümmert mache ich weiter. Gib. Okay, und ich gucke mal irgendwie, also Obi hat ja Alricio vorhin immer versucht, sein Gewand zuzuhalten. Und ich würde mal versuchen, das so aufzuknüpfen und zu gucken, was da ist. Und dann sehe ich wahrscheinlich das Amulett. Ja, also willst du wirklich wissen, was da alles in meinem Gewand drin ist? Einmal aufzählen. 1, 2, viele. Also, was sehe ich, wenn ich jetzt oben aufknüpfe? Also das Erste, was du siehst, ist mein Geweihtenbrevier. das ist da sehr prominent. Dann wirst du da jede Menge Dolche, fein säuberlich sortiert in verschiedenen Formen und sicherlich auch Nutzen finden. Und du wirst einen Geldbeutel finden, der allerdings nicht besonders gefüllt ist. Und ansonsten siehst du da nichts. Also irgendwas ist doch hier merkwürdig. Was suchst du? Also selbst für Menschen ist er merkwürdig. Ja, er ist definitiv merkwürdig. Also seit er von diesem Drachen, also er ist super hoch geklettert und er konnte nicht wieder runterklettern, als wäre er irgendwie reisekrank. Ich lasse ihn mal wieder los. Und als ich versucht habe, ihm näher zu kommen, hat er versucht, sich seine Sachen zu verteidigen, sodass ich nicht ran konnte. Also irgendwas hat er, was er vor uns versteckt. Und ja, seitdem hier klauen ist er geht nicht, komisch. Klauen ist nicht fair. Eins nach dem anderen, okay. Snorri, hat er dich gebissen? Nein, ich will nur Silber von ihm haben. Nein, nicht Alricio, der Traviergeweihte. Hat er dich gebissen? Ich glaube... Er wollte, aber dann kam Lumin. Genau, du bist gerade rechtzeitig gekommen und hast mich gerettet. Gott sei Dank. Aber er wollte dich töten. Deswegen hat er dich nochmal gestochen anscheinend. Ich weiß nicht. No. Das heißt, ist er hinter uns her? Wird er uns alle umbringen, wenn er sagt, er will? Er hat einen wenigstens bekommen. Möglich. Vielleicht ist es dieser Formwandler, der uns schon die ganze Zeit auf dem... Ja, wir haben doch auch diese Warnung bekommen, oder? In den Träumen, dass ein Vampir hinter uns her ist. Ja, dass etwas hinter uns her... Ja. Ich dachte, das sei die Elfe, die hinter uns... Aber vielleicht hat sie uns vor einen Vampir gewandt und das war der Vampir. Vermutlich. Ah. Wir müssen wirklich vorsichtiger sein und... Besser hinhören. Wenn uns irgendwelche Elfen in Träumen vor Vampiren warnen, sollten wir es ernst nehmen. Auch wenn sie noch so merkwürdig sind. Ja. Okay. Verdammt. Adepter, ist irgendwas Magisches noch an Snorri oder scheinen die Wunden soweit unmagisch zu sein? Nicht, dass dadurch irgendwie ein Zauber gewirkt hat. Augenblick. Oculus Astralis. Das ist eins der unmagischsten Sachen, die hier sind, ist, glaube ich. Sorry. Wenigstens okay. Ist mit mir alles in Ordnung. Au, au. Adept. Au, au. Okay, selbst für Adeptes Verhältnisse war das jetzt merkwürdig. Es ist ganz schön Magie hier vor Ort. Ja, okay. Wo ist denn die Magie? In den Bäumen. In den Bäumen ist Magie. Hab ich doch in gesagt. Der Luft. Und in dem Boden. Okay. Was heißt das? Das weiß ich nicht, aber es ist faszinierend. Kommt das von den Drachen?
Das ist eine gute These. Ich gehe mal hin und frage sie. Na, nee. Können Drachen krank machen? Ich weiß es nicht. Ich habe bisher noch nicht mit Drachen zu tun gehabt. Gibt es so eine Drachenkrankheit? Was ist denn? Also ich würde jetzt erstmal Taschmiro suchen. Sehe ich die irgendwo? Ja. Nee. Dann fuck. Taschmiro! Wir sollten vielleicht weg von diesem Magie-Ort. Aber es ist hier überall. Ja, ich guck mal, sehe ich die Spuren von dem Vampir, der durchs Dickicht gelaufen ist? Faszinierend. Sehe ich die Spuren von dem Vampir, der durchs Dickicht Ja, der hat sich ja keine Mühe gemacht, dass er die verwischt. Ja. Verdammt, der Schmero ist bestimmt hinter ihm her. Ihr bleibt zusammen. Ihr bleibt zusammen. Ich gucke, ob ich Taschmiro helfen kann. Passt auf euch auf und bleibt zusammen. Und ich gucke Adepta nochmal an. Ihr bleibt zusammen. Aber du kannst uns doch jetzt hier nicht allein lassen. Ich kann aber auch Taschmiro nicht alleine auf Jagd nach einem Vampir alleine lassen. Ich weiß doch gar nicht, ob Taschmiro da auf Jagd ist. Sie ist schon viel, viel länger nicht dabei gewesen. Seit wann haben wir sie nicht mehr gesehen? Seit Ariccio hochgeklettert ist. Ja, seit der Ariccio hochgeklettert ist. Ariccio? Ja, ich. Ah. Vielleicht hat sie den Vampir schon eher gemerkt. Nee, dann hätte sie es nicht. Nee, dann hätte sie doch. Ja, nicht das, aber. Ob der Travier-Geweihte versucht hat, Taschmiro irgendwie? Aber wer weiß, vielleicht ist sie in Gefahr. Ja. Plötzlich wird mein Gesicht ganz, ganz ernst. So von jetzt auf gleich so. Und ich drehe mich zu Snorri. Jetzt aber mal ernsthaft, ich kriege ein Silber von dir. Gib ihn sofort. Halt die Baten. So, jetzt ist Ruhe. Ex gedankt. Immer gerne noch. Ich schüttle den Kopf. Ja, Taschmiro, wenn du irgendwo in der Nähe bist, dann komm jetzt raus. Wir sollten logisch vorgehen. Ich kann gucken, wo die Spuren von dem Travier-Geweihten lang gehen und ob ich Spuren von Taschmiro entdecke, ob die in dieselbe Richtung gehen. Aber irgendjemand sollte sich auch Ariccio annehmen und gucken, ob Snorri wirklich gut geht. Vielleicht gehen Lumin und du in den Spuren hinterher, meint Silberhaar. Und Ariccio und Snorri und wir anderen kümmern uns um die Fässer und wir treffen uns an dem Wagen wieder. Okay. Sicher, dass ihr das schafft? Sind Magier, natürlich. Okay, gut, dann komme ich mit und schaue nach den Spuren. Ich würde nochmal zu Hilberto gehen. Hm? Ich hab den Karstrupp auf. Dito. Und dann werde ich mit strenger Miene Richtung den Spuren gehen und würde mit Shayariel zusammen auf Spurensuche gehen. Ja, wie gesagt, es ist nicht sonderlich schwierig, da hat es keine Mühe gegeben, die zu verbergen. Zumindest die erste Zeit werden wir denen leicht folgen können, ja, denke ich auch. Und sehen wir auch Taschmiros Spuren, oder? Nein. Die hat es Mühe gegeben, vielleicht. Ja, ich folge dem Pfad. Ich will gucken, wo der hin ist. Also solange es geht, würde ich gucken, dass wir folgen. Weil er wirklich Schiss um Taschmiro hat. Ja, ihr folgt den Spuren, aber wir bleiben erstmal nochmal bei den Fässern und bei den anderen. Es dauert eine Weile, aber ihr rollt die beiden Fässer halt zurück zu dem Wagen. Ist da noch irgendwie was? Ja, ich lall halt die ganze Zeit weiter. Und irgendwann fällt von mir der Satz. Also ich habe das schon öfter erlebt, aber ich war noch nie so besoffen dabei. Ist offen? Ja. Die Magie ist echt gut. Magie? Du kannst Magie wirken?
Nein, ja, hier, Adepta hat doch gesagt, hier ist Magie. Ja, das habe ich gesagt. Ja, und ich glaube, das wirkt sich gerade auf mich aus. Faszinierend. Ich roll das Fass weiter und dann die Fässer weiter und gucke nochmal, ob das nochmal passiert. Die Gans nochmal schnattert. Nein. Okay. Ich danke der Herrin Travia und überlege so mit meinen Künsten, ob irgendwo vielleicht irgendwo noch die Tätowierung einer kleinen Gans oder so einen Platz hätte. Vielleicht auf die Stelle, wo er gestochen hat. Ja, irgendwie sowas. Also das überlege ich tatsächlich, so eine kleine Gans hier an die Seite, zusätzlich zu dem großen Bal auf dem Rücken. Die Herrin Travia ist in Torwall ja auch sehr angesehen, von daher. Deswegen. Passt das ganz gut. Ich versuche dann die Fässer auf den Wagen zu heben. Was machen wir jetzt damit? Das werden wir später sehen. Warte, ich helfe dir mit dem Fass. Ja, danke schön. Meint Hilberto. Dankeschön. Ja, ihr hieft das auf den Planwagen hoch und merkst dann so einen merkwürdigen, also es rumpelt halt. Ja. Und dann, als du das auf das Verdeck draufrollst, das so mit Decken ausgelegt ist, rumpelt das so ein bisschen. Mit so einem Widerstand. Im Fass oder auf dem Boden? Im Boden. Ja, dann gucke ich mir den Boden mal genauer an. Ziehst die Decken beiseite und es ist tatsächlich ein Leichnam unter den Decken. Nämlich unser Travia-Geweihter. Alberto, ich glaube, wir brauchen eine Schaufel. Ich glaube, Silberhart hat welche in seinem Rucksack. Das ist gut. Natürlich, ich habe alles mitgenommen, was man braucht. Möge er nun gnädig am Herdfeuer der Herren sitzen. Hat der Schmeru ihn erwischt? Nein, ich glaube, der Vampir hat die Gestalt des Geweihten angenommen. Schau mal, hier. Riccio? Ja? Meinst du? Nein, du wirst nicht schaufeln können. Bitte? Kannst du schaufeln oder kennst dich mit Travia nehmen Beerdigungen aus? Du meinst eine Boron-gefällige Beerdigung oder was? Ja, oder das, wenn das ich... Ja, beerdigen kann ich. Ja, bei uns macht man das anders. Wir schicken die Verstorbenen zu Swafnir auf See im brennenden Schiff. Das schien mir hier eher unangebracht. Ich schaufle gerne, aber um den Rest muss sich jemand kümmern, der sich damit auskennt. Die Frage ist auch, wo willst du hier ein Schiff hernehmen und woher die... Genau, genau, es geht ja gar nicht. Es muss ja irgendwie anders passieren. So, aber. Ja, aber warum willst du wen beerdigen? Oh. Ja, deshalb, hier. Ich glaube... Der Schmeru ist ganz schön schnell. Schön wär's. Ich glaube, ich glaube, der Vampir hat die Gestalt des Travia-Geweihten angenommen. Oder so. Gestaltwandel? Ich habe das schon erlebt. Das hat mich auf diese Reise geführt. Gestaltwandel. Hat der Löcher? Hier, so, irgendwo, vom Biss? Ja. Weil die beißen ja. Da.
Ich glaube, wir sollten ihn ganz schnell beerdigen, nicht, dass er wieder aufsteht. Na, umso besser, also. Hat Chayarel nicht irgendwie gesagt, dass es ansteckend mit dem Vampir sein? Ja, kann sein. Ich befürchte, das ist vielleicht doch nicht unbedingt durch den Tod aufzuhalten. Sollen wir die Schaufel noch mal höher ansetzen? Am Hals oder so? Ich sprach von Beerdigung, nicht von Leichenschändung, mein Freund. Ich dachte, wie hindert man eine Leiche daran aufzustehen? Man hackt den Kopf ab. Indem man sie Boron gefällig beerdigt. Ah, na dann ist ja wunderbar, dann tun wir das. Ja, haben wir eine Schaufel? Haben wir eine Schaufel? Ja, eine Schaufel. Oh, kriege ich das hin oder tut das zu sehr weh? Ja, es tut schon weh, aber du kriegst es hin, weil du das hinkriegen willst. Ja, ja, so ist es. So ist es. Gut, dann schaufe ich ein Grab. Und ich versuche ein etwas schräges, aber dennoch bohrungefälliges Begräbnis zusammen zu schustern in meinem merkwürdigen Zustand. Ich befürchte, dass der Herr Boron die Ernsthaftigkeit besitzt, mich da auch ein bisschen aus meinen Tagträumen rauszureißen, oder? Die Spielleitung sagt einfach gar nichts. Es ist sehr Boron-gefällig. Du hast schon gerade ziemlich viel kamale Kraft auf einmal verpulvert, also... Es geht ja jetzt nicht darum, kamale Kraft, es geht jetzt erstmal darum, das Begräbnis zu sprechen. Also, ja, ja, also das kriegst das du sorgt der Herr Boron schon selber. Das kriegst du schon hin, ja, ja. Du hast immer noch dieses Luftikus-Gefühl, aber das... Ja, davon gehe ich aus. Kriegst du trotzdem hin. Ich glaube, auch ein Boron-Geweihter hätte es deutlich besser ohne Kichern geschafft. Ja, vielleicht taucht auch das ein oder andere Mal Gip zu viel auf, aber... Ja, wahrscheinlich ist es Füllwort ein immer zwischendurch fixisch geprägt, so. Möge er der Herrin Travia ihr Bier stehlen und alles alleine auftrinken oder so. Ja, ungefähr so wird es sein. Okay, und schwenkt zu den anderen beiden. Ihr brecht irgendwann durchs Unterholz auf eine weitere Lichtung. Nicht sonderlich groß, vielleicht 3-4 Schritt im Durchmesser. Und seht dort wirklich Tashmeru gerade mit einer Gestalt ringen, so auf dem Boden. Und gerade als ihr durch das Dickicht durchbrecht, ich denke mal, Chayarel ist schneller als Lumin, und sieht es zuerst, also stößt die Gestalt Tashmeru irgendwie mit übermenschlicher Kraft von sich fort. Und sie prallt gegen einen Baum und es macht irgendwie ein merkwürdiges, ekliges, knackendes Geräusch, wo auch immer das herkommt. Und Tashmeru bleibt erstmal auf dem Boden liegen und die Gestalt rappelt sich auf und schaut dann in deine Richtung. Super, ich freue mich. Nicht. Habe ich noch diese Zaubernisse? Nee. Ich habe natürlich auch nichts anderes, von dem ich jetzt wüsste, was gegen Vampire hilft. Ich doch noch 2 bekommen. Mein Meister wird sich freuen. Und jetzt kriege ich den 3. Mehr. Zeig, was du kannst. Ich mach erstmal Nebel und schieß dann aus dem Nebel auf ihn. Also mit Pfeil. Kannst du selber durch den Nebel schauen? Ich glaube nicht. Ja, nicht? Ach, schade. Nebel ist Nebel. Dann mache ich keinen Nebel und schieße einfach auf ihn mit Pfeil und Bogen und hoffe, dass Lumin irgendwann noch kommt. Danke dir. So langsam ist glücklicherweise Lumin auch nicht. Bremst ab, in einer fließenden Bewegung ziehst du den Pfeil aus dem Köcher, spannst den Bogen, also so, während du noch im Abbremsen auf dem Boden herumschlitterst. Und der erste Pfeil fliegt und trifft zielgenau, wie auch immer, weil Chayarel das sowas von gut kann. Wie genau, wo hast du hingeschossen? Auf den Hals. Zack, der Pfeil bohrt sich tief in den Hals der Gestalt. Und ich nehme gleich den nächsten und mach weiter. Da bricht Lumin hinter dir irgendwie. Du hast nicht erwartet, dass sie direkt hinter der Waldlichtung direkt stehen bleibt. Von daher musst du dich erstmal etwas ausbremsen mit all deiner Wucht, um sie nicht von hinten umzurammen. Du
versuche das mit ganz meiner Körperbeherrschung irgendwie. Ich weiche galant aus, weil ich es natürlich schon kommen höre. Ja, während Lumin auch gerade versucht auszuweichen, der Pfeil geht deswegen nicht ganz dahin, wo du gezielt hast, okay, sondern in die Schulter. Der zweite bleibt aber auch tief in der Schulter stecken. Und Lumin taumelt erstmal ein bisschen nach vorne. Und zieht dann aber auch direkt sein Schwert, nachdem er den Travergeweihten wahrscheinlich noch sieht. Oder hat er mittlerweile eine andere Form? Das ist eine humanoide, menschliche Gestalt, aber nicht der Travergeweihte. Okay, aber er sieht Taschmero da liegen. Ja. Ich werde in meinem Kopf noch ein kurzes Stoßgebet wahrscheinlich an die Zwölfe, an Fex. Stimmt. Tatsächlich nicht an Rondra, aber ich sage mal an die Zwölfe. So, an die Zwölfe. Ja? Mhm. Kurzes Stoßgebet an die Zwölfe machen. Mein Schwert nehmen. Ja. Und nicht davon ausgehen, dass die Pfeile ihn in irgendeiner Art und Weise tangieren, diesen Typen. Nach meiner Erfahrung mit den Vampiren. Und würde erstmal stehen, kampfbereit sein und gucken, was seine nächste Aktion ist, bevor ich einfach auf ihn draufstürme. Ich habe ja noch diese Fangnetze, die ich für die Drachen gemacht habe, und würde versuchen, ein Fangnetz auf ihn zu werfen. Dann versuchst du das erstmal aus deinem Rucksack herauszufriemeln. Währenddessen läuft er mit unglaublich schneller Geschwindigkeit auf Lumin zu. Okay. Bin ich schnell genug, um in irgendeiner Art und Weise zu reagieren? Ja, was machst du denn? Ich würde, da ich ja weiß, aufgrund dieser übermenschlichen Kräfte, die Viecher haben, nicht einfach mit Kraft gegenzuhalten, sondern ihn ein wenig abzulenken und quasi, also dass ich quasi so einen Schritt auf Seite gehe und ihm so ein bisschen Bein stelle, dass er ins Trudeln zumindest kommt, um im Anschluss direkt einen gezielten Schlag in Richtung Hals auszuführen. Das wäre jetzt so meine Überlegung. Ja, du lässt das Bein quasi stehen und machst so die Bewegung nach hinten und er läuft mit einiger Geschwindigkeit auf dich zu, springt dann kurz vor deinem Bein in die Höhe, also richtig so ungefähr auf deine Kopfhöhe. Und du ziehst damit das Schwert nach oben, triffst ihn auch mit voller Wucht dann in der Seite, also so ungefähr auf Oberschenkelhöhe. Und durch die Wucht des Aufpralls schleuderst du ihn so ein bisschen von dir weg. Okay. Siehst dann danach auch diese klaffende Wunde im Oberschenkel, die das Bein fast durchtrennt hätte. Ja, aber das wird wieder zu heilt lassen. Sofort vor deinen Augen zu. Deswegen ist meine nächste Aktion auch, in der Hoffnung, dass er kurz zumindest sich orientieren muss, ja, zu Taschmero zu laufen und den Dolch zu holen. Läufst rüber zu Taschmero? Was macht Chayariel? Ich versuche das Fangnetz über ihn zu werfen und fest zu zurren. Ja, wirfst das Fangnetz auf ihn drauf und hüllst ihn damit von oben bis unten ein, ziehst es zu und er zieht von der anderen Seite mit einer mega krassen Kraft, die du nicht erwartet hast, und du wirst nach vorne gezogen und landest auf dem Bauch. Und du hast dann noch so einen Ratsch, Ritsch, und dann, wenn du nach vorne und dann auch nach oben guckst, hat er das Netz zerrissen. Und dann nestelt er irgendwas aus der Tasche und schmeißt irgendetwas nach dir. Und das nächste, was du siehst, so ein ein merkwürdiger purpurner Nebel umhüllt dein Gesichtfeld. Es riecht ganz unangenehm. Ich bin überfordert. Ich glaube, ich versuche dem irgendwie auszuweichen. Rollst dich beiseite aus dem Nebel heraus. Ja, genau. Ich roll mich irgendwie aus dem Nebel heraus. Auf dem Boden überbleibt. Und versuche erstmal da wegzukommen. Fängt deine Haut an Nebel zu kribbeln auf dem Gesicht. Super. Und dann hörst du ein schallendes Gelächter des Vampirs vor dir. Okay.
Gut, ich versuche irgendwie wieder meine Dolche diesmal einzusetzen und irgendwie meine Dolche auf ihn raufzuwerfen. Ziehst die Dolche, schmeißt ihn, du hast keine Ahnung, wie der das macht, aber einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts. Der dritte trifft. Er zieht ihn einfach aus dem Körper raus und schmeißt ihn zu Boden. So nicht, Fräulein. Ich hoffe mal irgendwie, dass Lumin irgendwann wiederkommt. Das Kribbeln auf dem Gesicht wie nennt man das? Wird stärker. Intensiviert. Intensiviert sich, wird stärker. Und du hast irgendwie das Gefühl, du musst kratzen. Jucken. Kann ich irgendwas dagegen tun? So Wasser über den Kopf schütten oder so? Hast du Wasser bei dir? Ja. Was machst du mit den Waffen? Lässt die fallen? Ach so. Kleinigkeiten. Ja, ich meine, den Bogen habe ich irgendwie umgehangen und die Dolche sind alle weg, also passt das. Und die Pfeile sind im Köcher, also schütte ich mir mal Wasser über den Kopf. Lumin ist bei Tashmeru und sucht nach dem Dolch. Geh davon aus, dass sie mit ihm gekämpft hat, wird er irgendwie in ihrer Nähe oder in ihrer Hand oder irgendwas in der Nähe sein. Du siehst ihn zumindest zuerst nicht, suchst sie dann ab, dauert eine Weile, findest den Dolch, drehst dich rum und siehst, wie Shayari sich so Wasser über den Kopf gießt und in der nächsten Sekunde von dieser Gestalt sowas von umgetackelt wird. Autsch. Ich würde versuchen, möglichst schnell, nachdem ich den Dolch habe und den Dolch nicht offenkundlich direkt zu sehen, ich werde ihn mit meiner linken Hand hinter meinem Rücken quasi so ein bisschen verbergen. Ja? Also nicht so, dass ich so offenkundlich die Hand auf dem Rücken habe, sondern mit dem Schwert nach vorne quasi gehen, weil ich weiß, das Schwert hat, also der Dolch hat durchaus mehr Impact. Und würde versuchen, möglichst leichtfüßig zu ihm zu kommen, weil er sich ja gerade um unsere Elfe kümmert. Sitzt auf ihr drauf und versucht gerade seine Fangzähne in sie hineinzubohren. Oh, wenn er auf ihr drauf sitzt. Ja, jetzt war ja hoch, ne? Hat sich das Wasser über den Kopf gegossen, dann war er angetackelt und hockt jetzt auf ihr drauf. Das ist sogar sehr schön. Dann würde ich sogar versuchen, quasi den Dolch, also wenn ich von hinten von ihm an ihn komme, mit dem Dolch in den Hals und wenn er in dem Hals stecken sollte, ich so weit gekommen bin, ihn quasi einmal drehen. Ja, das erste so Mal, dass wirklich, also du siehst auch noch auf der anderen Seite, wenn du von hinten da rankommst, den Pfeil, der im Hals steckt, der ist halt einmal komplett durch. Stichst ihn dann trotzdem noch in den Hals und Shaya, kurz bevor er seine Fangzähne in dich hineinbohren kann, durchzuckt ihn ein Zucken und du siehst eine silberne Dolchspitze aus seinem Hals herausbrechen und er ruckt so zur Seite weg und von dir runter. Ich trenne den Kopf von dem Rumpf, um sicher zu gehen. Jetzt ruckt noch mal herum, reißt dir dadurch den Dolcher, also du hast den Dolcher gedreht im Hals, ruckt jetzt so zur Seite rum, reißt dir dadurch durch die Wucht den Dolch aus der Hand, macht dadurch aber auch die Wunde größer und fasst sich so an den Hals jetzt und kniet so vor dir. Ich würde sofort mit dem Schwert nachsetzen, wenn ich kann. Hast ja noch gezogen, einen hohen Bogen und zack, trennst du den Kopf vom Körper. Der Vorteil der Beidhändigkeit. Und ich gucke auf. Rollt weg und der Körper zerfällt zur Asche. Ich nehme sofort den Dolch wieder auf. Geht's dir gut? Ja, und Shayariel hat immer noch das Kribbeln und Kratzen und Jucken im Gesicht. Geht's dir gut? Was hast du? Ich habe so merkwürdige Punkte, Jucken im Gesicht. Die sich so übers Gesicht ziehen, so von der Nase und von den Augen aus. Ich weiß nicht wie. Weiß nicht. Das nervt, das juckt, kratzt. Wir gehen sofort zu den Magiern zurück. Vielleicht könnt ihr irgendwas aber machen. Aber Tashmeru ist da noch. Tashmeru ja, erstmal. Ich bin nicht wichtig. Erstmal Tashmeru. Vernünftig. Aber hier hast du noch mein Wasser, falls du brauchst. Und das hat dir gerade auch nicht geholfen. Das hilft nicht. Oh gut, ich gehe zu Tashmeru halt. Also ich tue den Dolch gut weg.
steckt das Schwert. Hast du eben gar nicht so drauf geachtet, wenn du so jetzt zu zwei Schmiere rüber gehst, die liegt halt ziemlich verkrümmt, da so um den Baum gewickelt. Aber er atmet noch. Okay, dann würde ich ganz... Ich komme dann auch zu Taschmiro und versuche nochmal... Es juckt und zieht und kratzt und juckt und... Ich versuche mal auf dem seltenen... Irgendwas bricht von innen durch deine Wange. Zumindest okay. Fühlt es sich so an. Kann ich Regeneration auf mich anwenden, auf mich selbst und hoffen, dass es dadurch weggeht? Ja, kannst du. Dadurch lindert sich das ganze Gefühl ein bisschen, aber das Jucken geht nicht weg. Das Einzige, was davon wegsehen, sind die Wunden, die du dir selber durch das Kratzen zugefügt hast. Super. Ist doch ganz einfach. Du schälst dir einfach die oberste Hautschicht weg und dann regenerierst du und dann ist alles wieder gut. Weiß nicht, ob ich das will. Nee. Rollenspiellogik. Ich habe auch keine Kräuter dabei, die das irgendwie... Ich kenne dieses Pulver nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Wir gehen zu Adepta. Wir fragen sie. Aber Taschmero, ich wollte genau. Auch endlich mal hier Held spielen und die Frauen retten. So. Rette die Frau. Jetzt hast du es schon wieder gemacht. Er ist ja nur da. Genau, ich stehe nur doof daneben. Was machen wir jetzt mit Taschmero? Lass uns die irgendwie... Ich würde sie neben uns zu den anderen gehen, wenn du keine Möglichkeit hast, dir zu helfen. Ich kann wieder den Regeneratio-Zauber versuchen bei ihr, wenn ich nicht zu abgelenkt bin von meinen eigenen Jucken und Krabbeln. Ja, probier, hilf. Wenn du helfen kannst, hilf. Ansonsten dann fasse ich sie an der Seite und versuche mich ganz stark darauf zu konzentrieren. Mit dem Rest der astralen Kraft, die Shayariel noch in sich hat. Und das Ganze laugt dich ziemlich krass aus, wenn du das jetzt versuchst, aber du machst es trotzdem. Merkst du, wie die Kraft quasi aus deinem Körper rauspresst wird in den Körper von Taschmero hinein, brichst vielleicht sogar dann auch in die Knie zusammen über ihr und das Jucken und das Kratzen und das Unwohlsein und das schlecht atmen können verstärken sich dadurch bei dir ein bisschen. Und du merkst, wie du fast kraftlos bist und dich kaum auf den Beinen halten kannst. Ja, Yariel, was ist passiert? Aber Taschmero atmet jetzt ziemlich ruhiger und... Ja, ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr zurücklaufen. Lumen überlegt gerade, ja, er ist kräftig, aber zwei Verletzte... Ich brauche kurz Zeit und dieses Jucken nervt und ich kann jetzt nicht mehr. Ich lasse mich einfach hier und tue die anderen. Nein, ich lasse niemanden alleine hier. Ich gucke nochmal zu dem Körper, der ist zur Asche verfallen, der Kopf auch? Der Kopf auch, ja. Jetzt inzwischen schon, ja. Gut, ich gehe nochmal mit, während die beiden da liegen, ich werde noch Taschmero gucken, dass sie halbwegs bequem liegt, je nachdem, du hast ja gesagt, sie stabile lag da. Stabile Seitenlage, ja. Ne? Also irgendwie das, was ich halt irgendwie hinkriege. Okay, Shayal, Sekunde, und würde zu diesem Aschehaufen gehen und mit meinem Schwert, ich würde die Asche selber nicht anfassen, aber mit meinem Schwert so ein bisschen rum, nur so ein bisschen rumsuchen, um zu gucken, ist da irgendwas, irgendwie ein Amulett, irgendein Zeichen, irgendein Nein. Brief, was weiß ich nicht. Asche. Nur Asche. Okay, dann komme ich wieder zurück und okay. Ja, irgendwie Trage bauen oder sowas, das macht jetzt auch nicht wirklich Sinn. Wie, geht's? Kriegst du... Warte. Ich würde Taschmero... Luft, das merkst du. Ich würde Taschmero vorsichtig nehmen, hochheben, ja, sodass ich sie quasi auf beiden Armen trage. Kannst du auf meinen Rücken... Wenn du nicht selber gehen kannst, oder stützt dich an mir? Ich versuche das mal mit dem Laufen. Wir müssen zurück. Ja. Also nur ich versuche mich auf Lumin zu stützen und anders so geht's gut es auch geht, gar ganz langsam mitzulaufen, soweit ich Atem bekomme und bleib immer stehen, um mich zu kratzen. Das Gefühl wird besser und besser, je weiter ihr durch den Wald lauft. Du sagst auch Lumin immer, wo er langlaufen muss, weil du ein Gefühl dafür hast, wo der Wagen sein muss, wo ihr euch treffen wollt. Lumin hat überhaupt keine Ahnung, wo er jetzt gerade ist. Und irgendwann hört auch das Kratzen und Jucken auf. Und du kriegst auch wieder besser Luft. Allerdings hast du dir ziemlich das Gesicht zerruppt. In der ganzen Sache.
Und irgendwann brechen Lumin, Shayaril und Tashmiro so durch das Dickicht auf der Lichtung, wo der Wagen ist. Und seht gerade, dass Alvicio gerade seine seine letzten Worte des Boron-Ritus von sich gibt und dass sie wohl irgendwie ein Grab ausgehoben haben. Wenn ich den Rest der Gruppe sehe. Leute, wir brauchen Hilfe. Ja. Dann versuche ich mal, Shayari zu stützen. Ja, sie ist ziemlich entkräftet. Warum, was auch immer sie gemacht hat, sie hat auf jeden Fall ziemlich viele Furchen im Gesicht. Oh. Wir haben es geschafft, den Vampiren zu erledigen. Oh. Aber es hätte euch beinahe... Wie sagt ihr Menschen, wir haben euch gerecht. Danke. Wir haben anderen Menschen größeres Leid erspart. Nennen wir es lieber so. Und Elfen wahrscheinlich auch. Wir sollten dringend über den Kampf gegen Vampire sprechen. Reine Kraft gegen Kraft hilft bei denen nicht. Sie sind viel zu stark. Okay. Das habe ich am sehr eigenen Leib selber. Und sie haben Zauberpulver. Oh. Irgendein lilafarbenes Pulver, das anrichtet und zeigt Shayaris Gesicht. Ja, das sieht Purpur, nicht lila. Purpur. Ja. Was ist das? Was ist der Unterschied? Das ist die Farbe des Namenlosen. Ah. Ja. Das hilft mir jetzt wenig, aber. Das macht's okay. Nicht besser, meint Hilberto. So Richtung Magiervereinigung. Und würde fragen, könnt ihr helfen? Das Jucken ist sehr langsam weg. Ich denke, das hat einen Zeitfaktor, dieses Pulver. Ich muss bloß wieder zu Kräften kommen, weil ich zu viel Magie aufverbraucht habe, um Tashmiro zu heilen. Okay, wir sollten eine Rast machen, ja. Vielleicht ist es hier ist es eigentlich, an dem Wagen kann man ganz gut sich verteidigen, oder? Vielleicht rasten wir hier einfach so eine Weile. Ich hoffe nicht, dass noch ein weiterer dieser Kreaturen hier ihr Unwesen treibt. Das hätte ganz böse nach hinten. Also ist es zum größten Teil, wenn ich auf unsere Verletzten gucke. Hilberto meint auch irgendwie, wir haben halt einfach nicht aufgepasst, verdammt. Ranga kann auch täuschen. Ja, das liegt in der Natur des Bösen, denke ich. Okay, ich übernehme auf jeden Fall. Wissen wir, dass die beiden keine Formwandler sind? Ich mache das Zeichen, was wir ausgemacht haben. Ah. Reicht das? Okay. Total unnötig, wende ich mich nochmal an ihn. Das haben wir so ausgemacht. Absolut. Absolut. Ah. Silberhaar läuft so zu Alvicio rin und drückt ihm eine Silbermünze in die Hand. Hast du gut erkannt. Ah. ganz nebenbei. Ich so zu Lumin, gib. Warum willst du von jedem von uns eine Silbermünze? Ja, weil die Fässer eine Gemeinschaftsleistung waren und ich musste 8 Silber bezahlen und hätte ich gerne auch was wieder davon. Du hast sie doch abgekauft. Okay. Ja, aber für wenig. 8 Silber? Dann sind die Fässer nicht mal wert, geschweige denn das Bier alleine. Trink bei der Taverne. Snorri, du weißt, wie viel Bier kostet. Sag ihm das mal. Ja. Ja, ich gebe ihm Silber. Also vorausgesetzt, ich habe eben noch mal geguckt. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich dabei habe. Jetzt auf jeden Fall ein Silber weniger. Exakt. Wenn der Spielleiter sagt, ich habe ein Silber dabei, dann gebe ich ihm gerne den Silber. Ja. Ansonsten ist vielleicht auf dem Karren ja noch der Geldbeutel gewonnen. Hat jemand Lust, vielleicht ein Feuer zu machen und ein bisschen Tee zu kochen? Ich kümmere mich. Also, er überlegt gerade, er kann weder das eine noch das andere. Adapter vielleicht. Wird gemacht. Danke. Lumin, ich hätte da was für dich. Ich, den Weinflauch mit dem prima Feuer drin halte ich hoch. Ah. Danke, lieber. Ja, komm. Und einen Schluck. Gib dir wieder zurück. Danke, Snorri.
Sowohl. Du kriegst nichts, du bist schon voll. Shayariel, wenn wir gegen Vampire kämpfen, du hast gesehen, die Pfeile haben ihn null interessiert. Das habe ich mir vorher schon gedacht, aber ich habe keine anderen Waffen. Alles, wir sollten vielleicht gucken, du hast auch Dolche. Ja, die haben auch nichts gebracht. Nicht einfach das rein, also ich habe bisher auch nur als Möglichkeit gesehen, ihn zu enthaupten. Und der Dolch von Tashmero und holt diesen Dolch wieder hervor und lässt ihn einmal so in der Hand kurz flippen, ist am wirkungsvollsten. Hm, aber Hilberto, meinst du zu Snorri? Lumin kriegt Ärger, wenn Tashmero aufwacht. Ich denke, heißt, sie wird mir verzeihen. Müsste herausfinden, was das für ein Dolch ist und ähnliche Waffen haben. Das Problem ist, die sind relativ selten. Wir hatten den Flock von meinen Eltern, womit wir diese Spinne umgebracht haben oder vernichten konnten. Der hat sich aber danach leider in Wohlgefallen aufgeschaut. Und Tashmero hat noch einen Hammer dabei. Der ist aus demselben Material. Wie geht's Tashmero eigentlich? Silberdolch. Ja, aber es ist kein einfaches Silber, so wie ich das verstanden habe. Da ist schon noch mehr an der Geschichte dran. Wir können Tashmero fragen, wenn sie aufwacht. Lumin weiß außerdem nicht, dass ich den Silber geklaut habe. Also nee, ich sag ja, und ich sag's nur für dich. Mir ranbefohlen habe. Gut, dann verlassen wir vielleicht für heute diese Gemeinschaft, die sich um das Feuer, was Adeptatassia anbrutzelt, versammelt. Vielleicht gönnt ihr euch ja ein bisschen was vom heiligen Bier, der Travia, um euren Sieg zu feiern. Ein Ingwer-Tee, bitte. Mal schauen, was dann beim nächsten Mal passiert. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Leiten. Ja, war wunderbar, danke. Und beim nächsten Mal dann weiter, ne, auf dem Weg. Der Vater sagt auch vielen Dank an die Runde. Bitte, bitte, bitte. War schön wieder zu spielen. Hoffentlich fällt es nicht so oft wie aus wegen der Krankheit. Ich glaube, jetzt haben wir es mal langsam mal wieder durch hier. Oh, aber jetzt kommt der Winter mit den ganzen anderen Krankheiten. Ach nee, gut. Das kommt nicht. Gut. Positiv denken. Ja. Gut, Elanor war auch auf. Ganz kurz hier und hat zugeguckt. Hallo? Und macht einen Reaction-Stream, hat sie gesagt. Das ist immer lustig bei Elanor, ja. Vor allem, weil Tashmero so eine wichtige Rolle hatte. Naja, wichtig. Sie hat halt Lumin mit dem Silberdolch versorgt. Immerhin ist sie nicht offscreen verstorben. Das finde ich eigentlich schon mal ganz wichtig. Ich wollte mal sagen, wäre Tashmero nicht da gewesen oder so, dann hätten wir es deutlich schwerer gehabt, diesen Kopf von den Rippen vom Rumpf zu trennen. Mhm. Ich finde, also ich weiß nicht, kann Eleanor dann ja im Reaction-Stream ja mal sagen, aber ich finde, es passt auch zu ihrem Charakter noch zu ihrem Charakter, dass sie den Vampir erstmal alleine kriegen will. Ja. Und vor allem, dass sie einfach verschwindet und dann wieder auftaucht. Also, ja, das ist ja ihr Ding. Das, ja. Weil ihr habt ja zwei Leute in der Gruppe, die das gut können. Ja. Der eine so, die andere so. Ja. Snorri. Echt mal. Snorri kann nur mit Silbergänsen flirten. Und Stampede. Manchmal hat das einen Vorteil, wenn man den Vorteil Visionen hat, ne? Ja, aber Travia müsste eigentlich genug Erfahrung mit Torvalan so haben, dass ein einfaches, kurzes Geschnatter nicht Zeichen genug für einen Torvaler ist. Ja, dass man da schon, die dass Wege man da schon der Göttinnen sind manchmal nicht ganz, ganz nachvollziehbar. Willst du damit sagen, wenn ein Volk permanent auf 2 Promille ist, dann bringt das nichts mit Visionen, oder? Dann haben die ja von Grund auf schon bestimmte Visionen. Dann fällt das gar nicht mehr so richtig auf, weißt du? Ja. Und Alricio hat einen Drachen beklaut, kann man es nicht nennen. Behandelt. Getauscht. Perfekt. Übers Ohr gehauen. Übers Ohr gehauen, ja. mit der Brechstange übers Ohr gehauen. Bin nicht angelogen, ich habe mir wirklich ernsthaft Sorgen um ihn gemacht. Noch zum Jüngfex-Jünger bekehrt. Wären das eigentlich dann die ersten Baumdrachen aventurienweit, die zu Fex beten? Oder gibt es da schon einen Club? Ja. Demnächst im aventurischen Boten. Fex-Kirche nimmt Baumdrachen auf. Als Geweihten. Ja.
Hochgeweihter, der Baumdrache Husufu oder so. Glitzer! Glitzer! Da ja, schließlich im Horas Reich Drachen bekanntermaßen auch zu politischen Ämtern zugelassen sind. Eben. Oh Mann. Läuft. Läuft. Vieler Loben SLM. Vielen, vielen Dank. Daune. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich dann in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, macht's mal gut, ihr da draußen. Bestimmt, gute Besserung, Quali, ne? Ja, ich hoffe das auch. Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.